Ich kann es mir nur mit einer gespaltenen Persönlichkeit seitens Schlorox erklären. Hä? Jetzt erst bei Olaf. Nach Olaf, Butters, Miguel, Lit, Burns. Costa, Juntin. Kalle, stimmt. Lopez. Ach du Scheiße, Alter. Ich habe gefühlt schon alle Charaktere dieser Welt gespielt. Was genau tun Sie da? Kommen Sie wieder her. Hallo. Ihren Blitzer testen Sie nicht einfach auf der Straße. Kommen Sie sofort darunter. Ich hab die ganze Kreuzung im Blick, Herr Britscher. Herr Riley. Ja. Eigene Sicherheit und so. Kommen Sie darunter. Sofort. Na, ich stehe ja zwischen den Spuren. Ja, Sie haben irgendwo auf Sicherheit geachtet, aber Herr Riley, wissen Sie, wie die Leute hier fahren? Ja, zu schnell, deswegen stehe ich ja da. Nein, Sie fahren unkontrolliert. Dementsprechend ist es egal, wo Sie stehen, ja. So wie der Kollege. Also der andere, der da eben gerade rein gewesen ist, 71 Stundenkilometer. Was vollkommen in Ordnung ist. Ja, aber um die Kurve, da kann man die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Was wollen Sie ihm sagen, dass er noch langsamer fahren soll? Bei 71 Stundenkilometer in einer scharfen Rechtskurve. Wie schnell fahren Sie denn in die Kurve, Herr Pritscher? Kommt auf die Situation an. Ja. Also bei manchen Kurven im Rahmen einer Verfolgungsjagd sind es auch mal 170. So wie ich das von hier sehen konnte, ist er, glaube ich, nicht in der Verfolgungsjagd gewesen. Aber er ist auch nicht zu schnell gefahren. Dementsprechend ist es schwierig, ihn dafür zu ahnden. Man kann ja die Leute auch darauf hinweisen, wenn was gefährlich ist, auch wenn es keine Straftat ist. Habe ich versucht, wurde zur Kenntnis genommen und dann ignoriert. Ich habe das noch nicht versucht. Warum haben Sie überhaupt einen Blitzer? Um Verkehrssünder zu blitzen. Der war einer. Den haben Sie aber nicht geblitzt. Nee. Ich stehe auch nicht mehr auf der Straße. Richtig. Herr Wally, kommen Sie mal her. Ja. Mögen Sie Waffeln? Ja, mit Schoko. Perfekt. Ja, perfekt. Oh. Hätten Sie jetzt meinen Crepe weggegeben, ich wäre im Dreieck gehüpft. Ah, stopp, hier. Oh, das mit den Kügelchen. Ach ja. Ja, genau. Aber bitte nicht rumspucken. Dem Glück, dass Frau Blum da ist. Sie wollten was aus dem Kaugummi-Automaten. Ich hätte Ihnen nur das gegeben. Oh, danke schön. Bitte schön. Sehen Sie, er freut sich. Wo bin ich jetzt gemein? Hä? Kommt drauf an, sind das zuckerfreie Kaugummis? Ich mag lieber die mit Zucker. Frittiert am besten. Frittiert? Ja, haben Sie mal einen Kaugummi frittiert? Nein. Sie Schotte? Sie müssen das Kaugummi leicht anfeuchten und in Mehl wälzen. Und wenn Sie das in Mehl gewälzt haben, schmeißen Sie das in eine Fritteuse rein. Frittiertes Kaugummi. Haben Sie noch nie gemacht. Nein, noch nie. Warum nicht? Ehrlich gesagt hört sich das ziemlich widerlich an. Nee. Haben Sie schon mal einen Chicken McNugget gegessen? Ja. Ist das lecker? Ja. Haben Sie Kaugummi gegessen? Ja. Ist auch lecker? Ja. Jetzt verbinden Sie einfach das Beste aus beiden. Ja, aber das Kaugummi ist ja kein Hühnchen. Nee. Kaugummi. Ja, mit Zucker. Richtig. Ich finde das irgendwie seltsam.
zuckerhaltige Sachen zu frittieren. Ich frittiere alles gerne. Oh. Ehrlich? Es gibt wenig, was ich noch nicht frittiert habe. Okay, was haben Sie noch nicht frittiert? Lebewesen. Gott sei Dank, mein Telefon. Hallo. Ja, wenn die 19 noch einen Funkcheck macht, der auch erfolgreich ist. Alles klar, ich brauche noch ein paar Minuten. Ach so, ja, okay, cool. Ja, mach mal. Tschüss, bis gleich. Okay, bis dann, ciao, ciao. Check. Aber momentan arbeite ich erstmal mit Tommy an Hacklerwach. Tommy? Ja. Sie meinen Herrn Milzen? Ja, Tommy. Hacklerwach. Richtig. Was soll das sein? Na, Sie nehmen ein Hackfleischbällchen, tunken das in Honig und machen Zucker drüber. So wie ein Baklerwach, nur aus Hackfleisch. Okay. Herr Riley, Sie haben sehr interessante Essgewohnheiten. Da müssten Sie Wilfried sehen. Hört Sie, kommen Sie. Vor dem PD kommen. Er hätte mich auch immer fragen können, ne? Weg. Mein Funkgerät ist schon wieder leer. Wie machen Sie das? Ich weiß nicht. Das hält nicht so. Ich glaube, das ist kaputt. Das hält nicht lang. Möchten Sie mal nach drinnen gehen und das aufladen? Ja, bevor ja. Fahren? Ja, ich gehe das aufladen. Hallo? 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 Das kannst du mir nicht happy, wenn Olaf wieder weg. Ich glaub nicht alle. Also was man Olaf ja halt einfach lassen muss, es kommt halt keine Langeweile auf, ne? Warte, ich hab's gleich. Da lang. Olaf ist einfach ein viel guter. Jeder kann mit ihm Spaß haben. Ja, also, eigentlich schon, ja. Also, ich verstehe, wenn einer vielleicht keinen Bock auf den Char hat oder so, aber grundsätzlich kann jeder mit Olaf RP machen. Ich kann das nicht abschließen. Funkcheck. Check. Dienstnummer kommen. 00 Funkcheck kommen. Check. Kennt man das? Hallo.
Hallo. Hat, ich gucke nicht so viel Werbung. Hat kurz gedauert, hat mich verlaufen. Aber die Werbung über Reiniger kennen Sie. Na klar. Schön. Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Das sowas auch. Zum Beispiel, ja. Gut, ihr drei bildet eine Strafe. Strafe 1. Cool. Viel Vergnügen. Hat einer einen Kalgon? Nein. Wollen Sie das notieren? Nee. Okay. Zwischendurch dran lecken. Würde ich Ihnen, glaube ich, nicht empfehlen. Warum? Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Das bitzelt. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Trinken Sie dann auch einen Schluck und spielen tollwütiges Tier, weil es schäumt, oder? Nee. Jetzt bringen Sie ihn nicht auf Ideen. Ich bin ja nicht verrückt. Aber zwischendurch ein bisschen Bitzel auf der Zunge ist schon angenehm. Da gibt's auch so Süßigkeiten, die so knistern. Möchte einer einen Grießbrei? Negativ, danke. Nee, danke. Würden Sie doch eh am liebsten selber essen. Ja, aber ich habe richtig viele. Wie viele haben Sie 42. Denn? Was? Warum haben Sie so viel Grießbrei? Weil Grießbrei mein Lieblingsessen ist. Aber ich habe ein bisschen was zermatscht. Auf dem Rücksitz. Ui. Ja. Und zermatscht mein Grießbrei. Ja, ich habe das in eine Tüte getan und hinten an meine Weste dran gebunden gestern. Und dann habe ich vergessen, dass ich eine Tüte Grießbrei auf dem Rücken habe und habe mich ins Polizeiauto reingesetzt. Warum haben Sie den denn an Ihrem Rücken festgebunden? Das war Herr Bennett. Warum macht er sowas? Damit ich das nicht verliere. War jetzt nicht so effektiv. Naja, schon, er hat's nicht verloren. Ja, doch, irgendwie schon. Aber ich hab noch eine Menge, ist nur kalt. Kalter Grießbrei geht doch auch. Ja. Gut, dann Abfahrt. Ja, auf und davon. Auf und davon. Viel Spaß. Ich hab leider keinen Streifenwagen. Ich schon. Ich krieg keinen mehr in meine Garage. Warum? Voll Fahrräder. Ich habe 50 Fahrräder. Warum haben Sie so viele Fahrräder? Verschiedene Rahmen. Kann man mal so machen. Also jegliche Farbe ist vorhanden bei Ihnen? Ja. Von den Fahrrädern? Und wahrscheinlich auch jegliches Modell? Ja. Komisch. Deswegen hat der Bennett ein Dienstfahrzeug für mich gekauft und mir einen Schlüssel gegeben, nachdem ich 3 falsche gekauft habe. Viele Dienstfahrzeuge darf man nicht fahren nach Dienstvorschrift. Das ist wichtig. Zum Beispiel Moment. Im Bus. Aber das wollten Sie unbedingt, nicht wahr? Im Bus fahren? Ja. Nee. Da hätten nur viele reingepasst. Wie viele hatten Sie vor zu inhaftieren? Na, sämtliche Verbrecher, die auf den Straßen rumlaufen. Gestern alle Lilanen. Ach ja, die Purple Bullets. Von dem Vorfall habe ich bereits gehört. Ich war ja richtig Party gestern im Krankenhaus. Ich habe 4 Stück erschossen. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, tragisch. Also ging nicht anders. Hatten Sie eine MP? Nee, eine Schrotflinte. Achso, ja dann. Schrotflinte hat Schrotflintendinge getan. Es war Gefahr in Vollzug. Die haben unsere Kollegen mit Messern angegriffen. Hab den Fall schon mitbekommen. Und ich meine, auch wenn es eine drastische Maßnahme ist, haben sie ja das Recht, auf jemanden das Feuer zu eröffnen. Nicht unbedingt mit einer Schrotflinte, dafür gibt es eigentlich nochmal eine gesonderte Regel, aber 19 vom Check. Da dreht ihn jetzt keiner einen Strick draus. Ich hatte nichts anderes Check. Zur Hand. Wie gesagt, dadurch, dass ihn da jetzt vermutlich keiner einen Strick draus dreht, ist das auch nicht weiter dramatisch. Wenn es nicht bedarf, Unko. Unterwegs kam.
19 Ende. Wo fahren wir hin? Wir fahren einfach nur Streife und schauen, ob wir irgendwelche Einsätze bekommen. Das letzte Mal, dass ich abgewogen bin auf so eine Straße, an so einem verlassenen Ort, war unangenehm. Nur geht von mir absolut keine Gefahr aus. Nee, war auch nicht gefährlich. Wieso war es dann unangenehm? Seitdem habe ich das Problem. Welches Problem? Oh nein, nicht fragen. Untenrum. Nein. Ich will es gar nicht genauer wissen, glaube ich. Okay. Gut, aber auch da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, dass das schlimmer wird, wenn wir auf so eine Straße abbiegen. Ich glaube, viel schlimmer geht nicht. Waren Sie denn inzwischen beim LSFD? Ja. Aber ich habe mich deswegen nicht behandeln lassen. Sollten Sie aber vielleicht, wenn das so schlimm ist. Ich mache Creme drauf. Creme hilft aber auch nicht gegen alles. Bepanthen. 72 Funkcheck. Check. Ja, aber wie gesagt, Creme hilft auch nicht gegen alles. Auch wenn es Wund- und Heilsalbe ist. Wird das nicht bei Ihrem Problem helfen, vermute ich. Aber Sie sind erwachsen, Sie müssen das selber wissen. Wenn Sie es nicht loswerden wollen, was ich nicht nachvollziehen kann. Sonst würde ich keine Creme drauf machen. Wie lange tun Sie das schon? 4 Monate. Und es ist nicht von Erfolg gekrönt. Das wird besser. Mein Homeboy hat gesagt, Olaf, du musst das immer eincremen. Und wie lange wollen Sie es noch probieren, ehe Sie vielleicht dann doch mal stutzig werden? Ja, ich kann doch damit nicht einfach zum Arzt. Ja doch, dafür gibt's ja Ärzte. Aber das ist ja peinlich. Ja, aber dafür gibt's so eine Ärzte. Ich schäme mich. Da müssen Sie doch nicht, was auch immer es ist. Wollen Sie mal gucken? Nein. Ihnen würde ich das zeigen. Das ist schön. Ich möchte es aber tatsächlich nicht sehen, was auch immer es ist. Ich glaube, Ihnen kann ich vertrauen. Ja, natürlich. Sie können jeden Kollegen vertrauen, aber... Nee. Doch, natürlich. Herr Black nicht. Black. Achso. Die Doppel-Null von der 72. Hört Sie kommen. Wo ist denn Ihr Standort? Komm. Ja, auf Streife Richtung Präsidium kommen. Dann komme ich zum Präsidium. 72 Ende. Jetzt nicht mehr Richtung Präsidium. Doch, wir sind auf dem Weg zum Präsidium. Wir können das ja dem Herrn Barnes zeigen. Was auch immer es ist. Ach, das war Herr Barnes. Ja. Oh. Wieso? Oh. Der ist Chef, oder? Vom FIB. Ja. Ich versuche den von mir zu überzeugen. Ich mache mit Kriminellen, mache ich Fragebögen. 06 Funkcheck. Wie Fragebögen? Ja, ob die mit meiner Abhandlung, ob das gut war und ob die sich angenehm festgenommen gefühlt haben von mir. Um das Herr Barnes zu geben. Herr Barnes, hätten Sie jetzt auf jeden Fall blitzen können. Ja. Hallo Barnes. Ah, hallo Herr Barnes. Hallo. Hallo. Was geht? Nicht viel. Ups. Oder schon auf Reifen geschossen? Noch nicht. Nee, aber es hat auch keiner auf uns geschossen. Das ist sehr gut. Weil die alle im Gefängnis sind. Wir müssen um 8 dahin fahren. Es beginnt auf jeden Fall früher als gestern. Warum?
Oh, gestern um die Uhrzeit circa wurde auf uns geschossen, ne? Ja. Nee, ich meine, warum müssen wir um 8 Uhr dahin fahren? Irgendwas war doch um 8. Ja, ein Gespräch, stimmt. Das, aber das war doch gestern schon. Nee, Bennett sagte doch irgendwas auch damit heute noch. Schon wieder. Weil für 2 für die Leitstelle kommt. Wenn der hoffentlich in Dienst kommt, dann frage ich ihn gleich mal. Auf dem Zentralhighway, Höhe, Pumpe, ja, Stadt 1, Stadt gerade irgendwo in Erta. Guck, wo warte, ich davon gerade laut. Bitte, Barnes. Im Vorgang. Leitstelle Ende. Ich frage den Herr Riley, ob er mitfahren möchte bei Herr P-Charts, verstanden. Ja, so. Ja, ich muss mich nur umziehen wieder. Willst ich du dich wieder so anziehen wie gestern? So nicht, ja. Ich habe sowieso noch was für dich gemacht. Okay, bis später. Bis später. Geh dich mal gleich umziehen und ich muss mal kurz was besorgen. Ich habe dir was versprochen gestern, das will ich noch anhalten. Ja. Ist denn Geld dabei? Ja, ich glaube. Ich kann Ihnen sonst was leihen, Herr Barnes, ich habe gespart. Nein, alles gut, alles gut. Ja, ich habe genug dabei. Ich hab meine Dose leer gemacht. Wie viel war drin in der Dose? 500. Oh, das ist gut. Wie lange haben Sie gespart? Hi. Nee, 3 Monate. Naja. Ah, da muss ich mich umziehen. Ja, ich komme. Hallo. Hallo, Olaf. Wie geht's dir? Mir sehr gut. Wie geht's dir, Herr Job? Perfekt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich auch nicht. Doch, eigentlich kann ich mich schon beschweren. Warum lässt du Sachen aus der Führungsliste da schon von unserem Assistant Chief? Was soll das denn jetzt? Wer ich? Also, nicht du, Olaf. Wolf. Ach so. Hört Sie, kommen Sie. Ja, den weiß ich halt, nicht mehr. Du müsstest das halt wirklich alle nochmal machen, weil ich keine Ahnung habe, wer das hat und wer nicht. Ich wollte doch nicht stören, ich wollte nur Hallo sagen. Ja, Olaf, du störst nicht, kein Problem. Bin multitaskingfähig. Das ist quasi ein Gespräch unter 4 Leuten, weil ich noch 3. Nee, weil wir zu dritt am Telefon sind und du. Achso. Ich gehe aber, ich muss aber Herr Barnes suchen. Ja, dann rufen wir Herr Barnes so. Viel Spaß beim Praktikum. Code 1. Hallo. Hallo. Ja, wir machen das gleich am Auto. Hallo, Herr Bennett. Hallo, Olaf. Ah, nice. Bennett, kannst du dir mal die Wand angucken, bitte? Oder die Schuhe binden, der Top. Geht beides. Olaf, ich hab da wieder was für dich. Boah, meine Schuhe von der 22. Meine Schrotflinte. Ja, pack ich dir gleich ins Auto. Ja. Die 07 und die 00, also 07, schließen sich mal an der Streife an, komm. Viel Spaß, komm. Ende. So, machen wir oder was? Ja, unbedingt. Ich brauche wirklich dringend Essen trinken. Wir müssen ganz dringend irgendwo hinfahren, wo ich was bekomme. Olaf, kannst du dir mal die Wand angucken? Ja. Oh Gott. Ich hätte eine Waffel, Herr Barnes. Eine Waffel? Ja. Warum? Haben Sie keinen Hunger? Nö, ich habe schon gegessen eben. Ja, wenn Sie über haben, nehme ich. Wollen Sie ein Kaugummi? Schön, nee, danke. Dass ich davon wusste. Wollen Sie ein Haklava? Nee, danke. Das reicht mir. Wollen Sie eine Schaufel? Nee, ich brauche noch kein Verbot. Wollen Sie einen Grießbrei? Nein, danke. Ich habe 42. Ja, die meisten Abfahrten dann halt mal abgefahren. Aber alles zusammengematscht in deiner Tüte. Können Sie sich gerne melden, können. Info. Wir sind wieder Code 1. Das ist zusammengematscht, aber ich kann auch trotzdem Löffel verteilen. Rechte Tür, ja genau. Ja. Mann, jetzt zumachen müssen. So. Möchtest du fahren? Bennett? Ja, was fahre ich überhaupt? Nein. Ich brauch erst wieder meine Schrotflinte. Warte mal, nimm dir mal erstmal kurz was hier raus. Nämlich. Da. Oh, danke schön, Herr Barnes. Kein Problem, immer gerne. Jetzt habe ich 4. Nice. Hast du ihm jetzt einen Blitzer gegeben? Ja. Ich
Ich habe eben schon einen habe ich geblitzt. Ich stand auf der Kreuzung, aber Herr Britscher hat gesagt, ich darf nicht auf der Kreuzung stehen. Hast du jetzt 4 Stück dabei oder einfach nur generell 4? Ja, dabei. Warum hast du denn 4 Stück dabei? Na, zum Beispiel, weil eine Kreuzung 4 Seiten hat. Nice. Hm. Müssen wir um 20 Uhr noch heute mit Ihnen sprechen jetzt oder nicht? Nö. Oh, Gott sei Dank. So, ich muss mir mal, wo packe ich denn? So. Muss mal kurz was zu essen. Braucht ihr auch was? Ja. Ich komme mit, ich guck mal, was es gibt. Hat. Und falls ich wieder Türsteher machen muss. Aber Elke ist doch gar nicht da. Nee, aber ja. Ich hoffe, die kommt auch nicht. Elke war... Ah, die hat ihre Jacke bei mir vergessen hier. Kannst du ihr die mitgeben? Machst du wirklich mit darum? Bitteschön. Bennett? Wie bitte? Machst du wirklich mit darum? Ich finde es schon aus dem Grund witzig, dass Tommy mich dann Daddy nennt. Ah. Ja. Top. Aber du bist nicht der Einzige, der mit der rummacht. Das ist mir bewusst. Die hat auch einen Pilz unten rum. Boah. Hallo, guten Abend. Hallo. 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 Saru ist drin. Saru drin? Ja. Hat er vor 2 Sekunden gesagt. Ja, hab ich auf jeden Fall verstanden. Danke. Hast du jetzt auch einen Pilz unten rum, Herr Bennett? Nee. Ich hab einen Gummi drüber gemacht. Hilf dich. Die sagt Hallo, immer, die Saru? Macht das nicht mit. Ah. Hallo. Was geht? Noch nicht so viel bei euch? Ja, das gleiche. Hallo. Mit Hallo. So. Ja, ich schaff nur kurz eine Bestellung raus, dann bin ich bei euch. Mach mal. Du musst dir gleich noch eine Mütze kaufen, Barnes. Warum? So eine, wie wir haben. Gerade, oder? Nein. Ja, doch, doch. Ich will. Doch, doch. Die kaufen sich jetzt eine Mütze, Herr Barnes. Wow. Ja, Hilfe. Herr Bene, das dürfen Sie nicht. Okay, dann ich habe mir hier einen Muffin geklaut von Raro. Lecker. Ach so. Haben Sie einen Pilz unten rum? Was? Sag einfach nein. Nein? Dann halten Sie sich fern von Herr Bene, der schon. Nein. Oh Gott. Too many informations. Also ekliger grüner Pilz. Aber ich habe auch ein Problem untenrum, Herr Bennett. Wir sind jetzt untenrum, Rüder. Untenrum rasiert. Saru, wir brauchen, also Olaf wollte mal gucken, was er hier so gibt. Ich nehm wie immer Bubblegum, hätte ich fast ja. Bubble Tea. Bubble Tea und Schnitzelbrötchen oder so. Wenn du noch einen Muffin reinmachst, kann man dich besser verstehen bei uns. Ich würde was mit Hackfleisch nehmen. Wir haben halt Bratwurst und Blätterteig. Das ist kein Hackfleisch, aber das ist auch okay. Das ist richtig. Jetzt, wie viel willst du haben? 2-2? Ja. Was ist 2-2? Zweimal trinken, zweimal essen. Zweimal trinken, zweimal essen, genau. Ach so. Was denn zu trinken? Also du hast die Möglichkeit zwischen Bubble Tea, wir haben dann Kakao haben wir da, Lassi haben wir da, Milch. Ich würde Kakao nehmen. Alles klar, kriegst du. Okay, der nächste. Können wir die Kugeln von dem Bubble Tea auch in den Kakao reinmachen? Die schmelzen dann, Olaf. Ja. Dann hast du da unten so einen Propfen. Ja. Was willst du in den Kakao reinmachen? Dann kann ich versuchen, am Ende mit meiner Zunge dran zu kommen. So. Hallo, Holmes. Bilder im Kopf. Hallo. Wir stehen gerade bei Sauron. Willst du mitfahren? Ich nehme 3 Schnitzelbrötchen und... besorge ich dir. Oh. Dann nehme ich davon 3. Pidi. Alles gut. Bis gleich. Und 3-mal Milchshakes. Wenn du kannst, Schoko-Banane so ein bisschen. Schoko-Banane. So Bananensplit-mäßig. Genau. Ja, kein Problem. Saru, machst du meins nochmal doppelt? Weil ich hoffe, wir haben es auch. Geht klar. Danke. 4-4. Kommt sofort. Ach ja. Bacon wäre auch lecker. Hast du zu Hause 6 Kilo? Hat Elke gestern gekauft. Ja, aber das ist ja Vogelfutter. Was? Ich kann ja nicht Wilfried sein Bacon wegessen. Halt er nicht, brüderlich? Der ist ja traurig, wenn ich sein Bacon wegesse. Ich hab gedacht, du fütterst ihn vielleicht aus dem Mund. So wie Susi und Strolch. Mit dem Bacon. Ja, ich dachte, du schallerst dir den Bacon inzwischen die Lippen und lässt Eberhard ein bisschen picken. Der ist Wilfried. Oh Gott, was habe ich letzte Woche alles verpasst? Ja. Okay.
Ja, das ist keine schlechte Idee. Wie lange warst du jetzt nicht da im Dienst? Für die Bindung. Eine gute Woche. Wer sind ja, Sie? Ja, du hast einiges verpasst. Ah. Nochmal bitte? Wer sind Sie? Cassidy. Ich bin der Olaf, hallo. Olaf, kannst hallo, du Olaf. In einer Kurzfassung, die die wichtigsten Facts enthält, erzählen, wie dein gestriger Praktikumstag war? Ich habe 4 Lilane erschossen und wir haben alle ins Staatsgefängnis gebracht. Okay. Was haben wir angestellt? Verbrechen. Auf Polizisten geschossen. Auf uns geschossen. Auf andere geschossen, gelogen. War denen langweilig oder warum haben die das gemacht? Wissen wir nicht, die haben nur gelogen die ganze Zeit. Also das, same shit as everything. Das Maximale, was aus denen rausgekommen ist, ihr habt uns irgendwann mal abgefuckt und jetzt fucken wir euch ab. Und dann habe ich gesagt, ich habe die nicht abgefuckt und dann haben die gesagt, ja, nee, du nicht. Ich habe gesagt, aber ihr habt trotzdem auf mich geschossen und dann haben die gar nichts mehr gesagt. Und dann habe ich denen klargemacht, dass die sich nicht mehr mit uns anlegen sollten. Ja, gut. Ihr dürft gerne zu mir kommen, Essen abholen. Ja, dann mache ich einen Anfang. Kann einer meine Würstchen nehmen? Nee. Hab zu viel Grießbrei dabei. Schoko-Bananen-Ding. Wie hast du den mitgenommen, den Grießbrei, Alter? In der Tüte. Den Grießbrei. Boah, willst du es nicht einfach wegschmeißen? Und vielleicht für später? Olaf, das ist matschig. Ja. Alles eklig. Ich kann das noch rauslöffeln. 2 bis 2, kurz 2, 10, 3. Guck. 1, Ehrtag vor Ort. Ich muss den Pin wieder eingeben. Nimm doch wenigstens einen Löffel und nicht mit dem Finger. Okay. Hier ist meine Handschmutz. Ey, oh, Mann. Wieder sauber. Nächste bitte. Warum hast du ein Feuchtelappentuch irgendwo? Ein Feuchtelappentuch. Feuchtelappentuch. Feuchttuch. Feuchtelappentuch. Ach ja. Wollen Lappen Sie haben wir schon, Lappen haben wir schon. Nee, danke. Aber so. Ein Löffel. Na, alles gut. Grießbrei ist nicht so meins. Milchreis. Ja, danke. Ah. Sieht gut aus. Wir haben gar nichts gemacht. Olaf hat Grießbrei im Barns abgeschmiert. Jetzt ist weg. Nee, den willst du nicht. Das ist aus einer Tüte. Er hat den gestern platt gesessen. Oh, ja, gut, nee, dann Olaf, mach doch keine Augen. Willst du Grießbrei? Ja. Warte. Warte ich. Oha. Okay, da sind so, nein. Das sind du solltest ihn wegschmeißen. Ich habe ihr 41 Grießbrei gegeben in der Tüte. Du hast jetzt eine ganze Tüte voll mit Grießbrei. Ja. Komplett durchgeschüttelt, durchgesessen. Schmeißt die weg. Ja, der wird doch nicht schlechter, der wird doch nur besser. Schmeiß den weg einfach in die Mülltonne. Der kann nicht besser werden, Olaf. Wie soll denn das besser werden? Das ist ein Milchprodukt, das fängt an zu schimmeln. Nee, wenn der ein bisschen sauer wird. Nice. Das hat sie, glaube ich, gerade voll von den Socken gehauen. Hat einer einen Kalgon? Warum? Was? Er ist noch mal eine Bestellung gegessen. Das bitzelt auf der Zunge. Ich habe körperliche Schmerzen. Kann bestätigen, war lecker. Du kannst, Olaf, du kannst vielleicht den Cassidy auch noch mal die Weisheit sagen, was man kann, was man nicht kann. Bratwurst, Blätterteig und dann wollte das Geheimnis. Du noch irgendwas zu trinken haben. Okay, aber dürfen Sie nicht weitererzählen, Herr Cassidy. Nee, das Geheimnis. Ich schon. Okay. Bitteschön. Sie können Ihr eigenes Pipi trinken, aber AA nicht essen. Oh. Okay. Gut, zu wissen, glaube ich. Zur Info für die 73. John Teach hat nichts Top, offen, danke, allerdings geschlossene Akten. Nicht dafür. Bis nach Südmappen wegen Edge. Gut, aber dann noch einen schönen Abend. Und guten Hunger, kennst du die guten Hunger. Ach so. Ja. Ach, ja. Olaf, du musst dein Essen noch mitnehmen. Ach so. Auch rein, Saro. Ja, auch. Meine Würstchen. Der hat noch so viel Grießbrei in den Backen, das reicht für 3 Tage. So, hier haben wir einmal deine heiße Schokolade mit gefrorenen Marshmallows. Oh, danke schön. Und deine Würstchen im Blätterteig. Ja. Danke. Lass dir schmecken. Danke, tschüss. Ja, müssen noch Heims abholen.
Tschüss. Olaf, hier lang. Ach so. Hab Augenschmerzen. Schon wieder? Ja. Wolltest du nicht vielleicht mal zum Optiker gehen irgendwie? Ja, wollte ich heute. Aber? Keine Zeit gehabt. Was kam dazwischen? Ich musste blitzen auf einer Kreuzung. Wir machen immer so Späße untereinander, Olaf, ne? Ja. Kannst du Holmes heute den ganzen Abend Klaus nennen? Ja. Gut. Hört, komm. Wir sind da, komm. Hallo, hinten Klaus. Hinten links. Hallo. Bist du eingeteilt? Ja. Ja, bin ich. Telefonier ganz kurz. Es geht jetzt mir gerade noch irgendwas, deswegen. Wie soll denn jetzt kommen, die Shit? Geld will Urlaub machen. Urlaub. Aber sie will mir trotzdem irgendwas erzählen. Erzähl. Danke. Ist das ein Raucherauto? Mhm. Mach einfach Fenster rein, dann darfst du rauchen, ja. Aber wenn das oben ist, haben wir alle was davon. Was willst du denn rauchen? Eine gestopfte. Ah ja, das ist okay. Die wird jetzt Mariachi oder sowas. Nee, mit sowas habe ich nichts zu tun, Straftaten. War Olaf schon mal bei der Tischleiter? Hört Sie, kommen Sie. Ich kriege dich an, wir sind FAB 1, komm. Absolut korrekt, komm. Check FAB 1, Code 1. Warst du schon bei der Shisha-Bar, Olaf? Nee. Hast du schon mal Shisha geraucht? Ja. Gehen wir gleich einen Kopf rauchen bei uns? Doppelapfel. Wollen wir? Ja, können wir machen. Ich würde einen Kopf rauchen. Aber nur Doppelapfel und dazu eine Flasche Behrensen. Nein, Moment, Behrensen geht noch nicht. Warum denn Behrensen zu einer Pfeife? Na, das gehört zusammen. Nee. Mm-mm. So da wie. Trinkst du Ayran oder Uludag dazu? So wie ein Kaffee und eine gestopfte gehört eine Flasche Behrensen zu einer Shisha Doppelapfel. Nee. War das bei euch im Block so? Es geht, ich höre dir noch zu, aber ich muss ganz kurz sagen, von welchen Behrensen reden wir? Apfel, oder? Apfel. Ja, guter Mann. Saurer oder normaler? Geht jetzt euch wieder zu. Saurer Apfel. Ja. Geil. Krieg direkt Sodbrennen, wenn ich dran denke. Das ist auch geil. Wenn sie zu viel Kalgone auf der Zunge bitzen, kriegen sie auch Sodbrennen, Herr Bennett. Danke, schreibe ich mir auf. Oder bei der Funkspruch gerade ist auch schon wieder Arsch, ne? Wenn die einfach nur Streife 2 fangen. Code 1. Siehst du? Was ist, wenn ich jetzt Streife 1, Code 1 funke? Siehst du? Okay, also ist das jetzt geklärt? Wusste ich nicht, aber da, wo sie immer gut war, beim ehemaligen Circle? Ja. Finde ich gut. Okay. Was andere erzähl ich dir dann? Die E-Mail. Weil du nicht im Dienst bist. Ich glaube, da darf nicht geparkt werden. Nein, das ist jetzt egal. Also du weißt ja, worum es geht, worum es genau, und dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Eine Sache davon wissen wir schon. Ja, wir haben schon wieder Rekruten, die absolut dumm sind. Ich muss hier die Leute im Auto noch spoilern. Ich leg jetzt auf, ich erzähl denen das jetzt erst. Tschüss. Du bist im Urlaub, dich will ich nicht damit stören. Tschüss, für den Urlaub. Jetzt hab ich aufgelegt. Ich guck natürlich darauf in meine E-Mails und ich weiß nicht, auf jeden Fall, Barnes weiß das. Bennett, weißt du, dass ich einen Typ habe, der mir hier E-Mail. Das habe ich dir auch erzählt, ja. Sind ihr Leute? Lass mal ganz kurz sitzen bleiben. Zwei unserer Rekruten haben laut E-Mail-Kontakt Dreck am Stecken. Wundert mich nicht. Gut, bei dem einen wissen wir es. Jack Benton.
Kommentar dazu: betrügt Leute, verkauft Fahrzeuge wissentlich unter falschen Angaben. Hat Dreck am Stecken bezüglich der Blancos und anderer Gruppierungen. Gut, das wissen wir mittlerweile eigentlich schon. Zweiter, Aiden O'Callaghan ist, ich lese das wörtlich vor, ist ein Fanboy von den Wasahans unter Hut. Besitzt ein Scheichkostüm. Seine Freundin, aktuell der Einzige, der von den Wasahans hier rumläuft. Hat eine Freundin, Kate Portland, und die ist eine gute Freundin der Wasahans. So. Nice. Wollte ich euch nur mitteilen, hätte ich euch schon vor 8 Tagen mitteilen können, aber ich lese sehr oft E-Mails. Nicht. Ich habe nicht mal E-Mails. Ich hätte es auch nicht. Ihr will jetzt einen Kopf rauchen. Also, ich schreibe 1, Code 5. Was ist hier nochmal? Live Invader. Der Typ, der sieht so aus wie ein Verbrecher. Wir sollten ihn festnehmen. Danke. Ich wollte sagen, er sieht wirklich nicht vertrauensvoll aus. Moment. Ich habe schon eine E-Mail gekriegt. Ich gehe undercover und frage den, ob der was verkauft. Das ist eine gute Idee. Olaf, wenn du jetzt hier den Sachen ins Auto packst, sieht er das. Nee. Hallo. Guten Tag. Ich bin der Olaf. Hallo Olaf, wir kennen uns doch. Wer bist du? Manuel. Haben uns damals mal getroffen, da hast du mir Marmorkuchen angeboten. Gegen eine gestopfte. Hast du eine gestopfte? Nee, aber ich hätte Shisha-Tabak. Shisha-Tabak. Hast du irgendwas Härteres auch, Manuel? Nee. So Marihuana oder so. Ja, da habe ich tatsächlich gar nichts mit am Hut. Kann ich mir in meinem Gewerbe auch gar nicht leisten. Was ist dein Gewerbe? Ich bin Detektiv. Hast du Kokain? Nein. Heroin? Nein, ich nehme keine Drogen und ich trinke auch keinen Alkohol. Steroide? Auch nicht. Anabole Steroide? Auch nicht. Medikamente? Aktuell nicht, nee. Maximal, wenn ich von der Mediziner mal eine Ibo bekomme, wegen Rückenschmerzen, aber sonst auch nicht. Ja, Code 1 vom Bäcker. Ja, hast du Shisha-Tabak Doppelapfel? Nee, ich habe Melone noch da. Nee, Melone schmeckt ja künstlich. Das mag ja keiner. Da musst du sonst den Besitzer vom Laden mal anrufen. Hackfleischgeschmack? Ich jetzt nicht. Ob der Laden das führt, weiß ich nicht. Wer. Ich Frikadelle oder so. Frikadelle? Ja. Shisha-Tabak? Shisha-Tabak, Frikadelle. Puh, komm mal da, ich glaube nicht, dass der hat das hier führt. Check. Okay. Also der ist eher so auf Fruchtbasis und nicht auf Fleischbasis. Und du bist Detektiv jetzt, Manuel. Ich bin Detektiv, ich habe meine Firma damit eröffnet, ja. Bist du privat oder beruflich hier? Ich bin privat hier, ich habe noch gerade meinen Shisha-Kopf nur hier angemacht. Ach so. Na dann lass dich nicht aufhalten. Ja, ich kann gerade eh nicht weit weggehen. So lange ist der Schlauch nicht. Du kannst die Shisha tragen. Nee, das wäre dann Diebstahl. Ist ja nicht meine. Also. Okay, tschö, Manuel. Jo, tschüss. So, erzähl. Das ist der Manuel und der hat kein Marihuana, Kokain auch nicht. Heroin auch nicht, Steroide auch nicht. Hat der Shisha-Tabak? Ja, Melone. Oh, Melone, oh. Auch gut. Mm, auch gut. Also ist der, arbeitet der hier? Nee. Oh. Der ist Detektiv. Der ist Detektiv, der sieht aus wie ein Detektiv. Nee, also. Der ist undercover bestimmt hier. Der sieht aus wie ein Obdachloser. Hat der gesagt, wo der Owner ist? Nee, ich hab nicht gefragt. Ich geh mal. Okay. Ich hab gefragt, ob der weiß, da, ob die hier... Ist beheizt oben, komm. Ja, komm hoch, komm. Wo? Hier rechts. Warte, meine Weste noch.
19, kommt 5 Franken aus. Ja. Warte. Ach, um Gottes Willen. Der Pool ist beheizt, Jungs. Nice, finde ich gut. Viel Spaß. Herr Bennett, Sie können doch nicht im Dienst, können Sie doch nicht in den Pool, können Sie doch nicht rein. Warum nicht? Wir sind auch für die pH-Werte zuständig, Olaf. Oh, wobei, eigentlich ist das gar keine schlechte Idee. Aber nicht A in den Pool machen, Olaf. Oder nicht? Oh, mein Gott. Achso. Zieh die Weste aus, die zieht dich runter, pack die auf den Rand. Olaf, was machst du? Erstmal baden. Mhm. Ich glaube, der pinkelt in den Pool. Willst du doch wieder rausgehen, Bennett? Na, ist nicht mein Pool. Olaf, pinkelst du im Pool gerade rein? Nee. Sondern? Ich hab nur mal kurz geguckt, ob das Wasser warm ist. Gut. Ist warm? Ja, und die Farbe? Ist an der Stelle. Also an der Stelle ist warm. Ach, Olaf. Wirklich. Können wir einfach wieder fahren? Landen wir gleich. Wir haben gleich echt Probleme, glaube ich, wenn das nicht bekommen. Der Chef ist im Taxidienst und steht an einem Meeting Point, hat der unten mir gerade erzählt. Also. Also kriegen wir keine Shisha. Ja. Ich hätte gern Frikadellengeschmack gehabt. Die gibt's nicht, glaube ich. Würde ich behaupten. Moment, kurz eine geschlopfte anmachen. Okay, einmal ziehen reicht. Wartet mal, habt ihr das? Das Rivers. Ja? Ja. Naja. Der hängt okay. Auch, wo heißt in der Monopoly-Straße. Wusste ich. Die Herren vom FAB? Ja. Der Besitzer, der ist auf dem Weg, der kommt jetzt vorbei. Ja. Ja, perfekt. Wir gehen nicht nach oben und sagen auch nichts vom Pool. Manuel, wenn der fragt, sagt nichts vom Pool. Pool? Was für ein Pool? Ja, genau. Okay. Genau der. Der ist Detektiv, der kriegt das sowieso raus. Wenn der reinspringt, bestimmt. Warum tanzt du, Herr Bennett? Ich hab kalte Füße. Ich hab Hunger. Apropos Hunger, habt ihr mir was mitgebracht? Ja. Nö. Habe ich natürlich nicht vergessen, dir zu geben. Ja, alles gut. Solange du es nicht im Laden liegen lassen hast, ist das alles okay. Nein. Wir haben 20 Uhr Termin, das weißt du ja. Ach, ich habe keine Lust, ey. Wir wollen einfach nur mit denen reden, ne? Oder die? Oder was? Ich weiß gar nicht warum. War doch gestern schon. War das wir doch schon die geredet. Rauslassen, glaube ich. Ja, rauslassen, ja. Den nochmal sagen, das alles. Zeit. Hallo. Moment, Telefon. Hallo? Ja. Bestimmt Leitstelle vom Taxi gerade. Ja. Ob der dann auch quasi Tabak im Auto so verkauft? So ein Tabak-Taxi, also so. Ein Tabak-Taxi? Wo ein Shisha drin ist. Hieß bei uns früher Koks-Taxi. So, was kann ich für euch, netten Herren? Ich hätte gerne eine Shisha Frikadelle. Also eine Shisha kann ich Ihnen nicht anbieten, ich kann Ihnen aber Shisha Tabak anbieten. Und Sie haben keine Shisha, wo ich den reinmachen kann. Doch, die stehen hier überall rum, aber die können Sie nicht mitnehmen. Ach so. Ja, ich hätte gerne einmal mit Frikadelle. Mit Frikadelle. Hm? Ja. Gucken wir mal, was dem am nächsten kommt. Einfach Hack um den Kopf machen. Da kannst du es am Ende noch essen. Haben Sie mit Hack. Ja. Wie ja? Also dann. Die haben Hack. Ja. Nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen. Ich versuch mal irgendwas in die Art zu finden. Viel Erfolg. Ich möchte also kommt Geschmacksrichtung. Ich nehme auch Zwiebelgeschmack sonst. Die Zwiebel. Boah, Olaf. Wir finden bestimmt was. Und für die anderen?
Was Normales. Ja, Melone oder Doppelapfel, aber. Ich bin nicht Raucher. Aber erst später. Alles gut, ich brauche nicht. Das sagen Sie jetzt, Herr Bennett. Bennett und nicht Raucher. Okay. Bennett war am ersten Tag schon hier und hat schon eine gezwirbelt. Seitdem bin ich nicht Raucher. Seitdem. Ja, gut, ich gehe euch mal was holen. Perfekt. Ja. Was macht mir so? Wenn das die, nicht mal Bennett. Hat er gerade gesagt, er war am ersten Tag schon hier und hat sich eingezwirbelt. Wollen euch da nicht haben? Ich habe schon wieder. Was weiß ich. Aber ich sag dir, wie ist es marketingmäßig? Ja, ist sagst, das du gut. Kennst. Ja, du kennst den Deal. Sag mir, was die haben, wer von denen was hat und ihr könnt euren Scheiß behalten. Brauchst du irgendwas? Und deiner? Moin. Hallo. Alles klar, weiß ich Bescheid. Machen wir eine Razzia. Ja, wenn wir dazu kommen, ihr tragt keine Farbe, ne? Gut, dann halte ich auf alles, was Farbe hat. Perfekt, tschüss. Ich glaube, es wird schon wieder spannend. Erzähl mal. Die Brims möchten die Skulls nicht am Maskenladen haben, weil das ist zu nah am Schneider. Und jetzt haben die den Ultimatum gegeben, die bis 20 Uhr aus der Hut raus zu befördern. Und die Skulls sagen, nö, Dicker. Und warten jetzt, dass die Brims kommen und schippern denen ins Gesicht. Wir kriegen die Infos, wer von den Brims was dabei hat. Das geht hoch. Okay, ich wollte gerade sagen, wir fahren jetzt nicht denn und schießen mit, sondern fahren dann hin. Ja, okay. Bitte schön, Berti, danke dir. Aber nein, mach es nicht. Nein. Ich wünsche noch was Wiedersehen. Hier habe ich einmal, ich glaube, fürs FAB ist der ganz in Ordnung. Ist auch nicht so stark, nur ein bisschen sauer. Sauer? Ist das mit Frikadelle? Mhm. Weiß nicht. Ist das der gleiche, den er kriegt? Tatsächlich nicht. Bitteschön. Dankeschön. Wie viel macht das? Das sind $175. Dankeschön. Danke. Aber nicht essen, ne? Das ist ganz wichtig. Kein Shisha-Tabak essen, das macht Gift. Das ist giftig. Nicht essen, Olaf, bitte. Das können Sie doch nicht sagen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, nicht essen. Olaf. Ach, Olaf. Ich will mein Tuch. Oh, das schmeckt. Oh, das schmeckt wirklich. Oh, nicht gut. Herr Barnes? Gar nicht gut. Ich. Oh, aua. Mein Bauch tut weh. Guck mal, da ist ein Tuch. Ach, Mann. Warum. Oh. Was nicht die Frikadelle? Ja, der hat jetzt eine Frikadelle. Guck den dir mal an. Aua. Oh, Mann. Aua, Bauch. Hölle. Soll ich die Medics machen oder so? Ich weiß nicht. Olaf, geht's gut? Ja. Wie geht es dir? Kam auch Würstchen wieder raus. Ach Gott. Ich seh's. Und viel, viel Grießbrei. Auch das sehen wir. Ihr müsste mal irgendwie. Sonst geht ihm eine Pfeife zünden. Ich setz mich mal kurz 5 Minuten in der Ecke, okay? Ja, setze es sich mal am besten hin. Mach mal. Muss mal kurz für mich sein. Das hält den ganzen Abend. Sind hier eine. Ey, Banz. Viel Spaß. Bleibt das jetzt so? Nee, oder? Viel Spaß für die nächsten 2 Stunden. Alles gut, Olaf? Nee, aua. Geht's dir gut? Nee, mein Bauch tut weh. Das glaube ich. Soll ich dir ein bisschen über den Kopf streicheln? Nee. Ich, aua. Ich leg mich hier mal kurz hin, ja. Leg dich mal kurz hin, ja. 5 Minuten. Ja, das wird nicht reichen.
Bennett, lass ihn schon mal ins Auto einsteigen. Der dauert noch ein bisschen. Olaf, kannst du dich ins Auto setzen? Sollen wir dir helfen, nee, Olaf? Nee, kurz nur das, hier liegen. Das, ja. Das, aua. Fünf Minuten. Okay. Ich setze mich zu ihm, Bernd. Alles gut. Nein, auf einer Skala von 1 bis 10, Olaf, wie schwummrig ist der? 19,5. Ich mach, ja, setz dich kurz zu ihm, wir fahren euch dann einfach und dann. Ich mach kurz zwei Minuten die Augen ja, zu. Ja, mach mal zwei Minuten. Das wird schon. Na, wie geht's euch? Oder besser gesagt, wie geht's Olaf? Die ruhen sich noch ein bisschen aus. Wollen wir das nicht versuchen, mal, dass ihr einsteigt, oder ruht ihr euch noch aus? Wie bitte? Ruht ihr euch noch aus, oder wollt ihr schon mal vorsichtig einsteigen? Also ich glaube, Olaf nicht, also ruht sich noch aus. Ja, dann lass ihn. Ja, pass auf, ich würde mir mal ganz kurz Akkus kaufen fahren, ja. Geben Sie dem Herrn, der das gegessen hat, gerade noch was mit. Wer mit zu den Akkus? Dass er noch was Deftiges gegessen hat später, okay. Das wird er brauchen. Bewusst, das ist doch nicht schlecht. Dankeschön. Let's go. Brauchst du Akkus, Bennett? Ja. Ja, dann bringen wir welche mit. Alles wird gut, Olaf. Guck mal ach, hier, Mann, schön. Echt? Ach, Mann. Das ist doch schon wieder alles scheiße heute. Wir kaufen kurz Akkus, komm gleich wieder, ja? Ja, ich streichel ihm weiter über den Rücken. Streichel mal weiter über den Hinterkopf. Alles wird gut. Wir sagen das auch nicht Elke, naja, alles wird gut. Alles wird gut. Die Elke wird davon nichts erfahren. Alles gut. Das behalten wir für uns, dass du das gegessen hast, ne? Aua. Alles wird gut. Bennett geht mir immer noch schlecht. Ja, das wird ja auch noch ganz lange ganz schlecht gehen. Wie lange? Also, nimm. Ich glaube heute. Wie? Was ist denn das für ein Turbo-Scheiß-Effekt, Alter? Das, so eine Magenverstimmung dauert. Okay, dann gehe ich, dann fahren wir ins Präsidium, dann gehe ich schlafen. Du willst dein Praktikum abbrechen? Ja, Herr Bild, was soll ich machen? Mir geht's wirklich schlecht. Ja, ist eine Bratwurst vielleicht. Noch oben drauf. Was Deftiges im Bauch hier hast. Immer noch schlecht. Ihr Bauchschmerzen. Muss da ein bisschen Zeit vergehen lassen jetzt, glaube ich. Ja. Bis dein Bauch hier wieder, ne, guck mal, der macht doch ganz viel Blubber Blubber. Ja, Moment, ich rufe einen Arzt. Information für die 06, Kette Sigma, Karte, hallo, hier ist der Olaf. Keine Lizenzen. Ja. Information Ende. Ich hab eine Frage. Ja, bitte? Sie sind ja ein Arzt. Ja. Ja. Ja, ich kenne da wen und der jemanden kennt. Ja. Und von dem, der Bruder. Was ist mit dem? Der hat sich eine Dose Shisha-Tabak reingepfiffen. Ja. Dem geht's jetzt schlecht. Wie schlecht? Ja, schon, also der hat schon ganz schön Bauchschmerzen.
Kann er noch alleine ins Krankenhaus kommen oder soll jemand zu ihm kommen? Also erfahrungsgemäß, wie lange geht es einem so schlecht, der eine Dose Tabak gegessen hat? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Das sollte man ja nicht essen. Ja. Also wenn es so schlimm ist, dann würde ich auf jeden Fall reinkommen. Okay, ich komme vorbei. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ich muss ins Krankenhaus, Herr Bennett. Warum? Hat der Arzt gesagt. Müssen Sie die vielleicht den Bauch auspumpen? Hab schon ausgekotzt. Kannst du mich ins Krankenhaus fahren, Herr Bennett? Ja, die kommen gleich vorbei, dann nehmen die uns wieder mit, dann setzen wir dich im Krankenhaus ab. Aua. Olaf, wir haben es dir doch gesagt. Du musst doch auch mal auf uns hören. Ich wollte doch nur mal probieren. Wir müssen ins Krankenhaus, die pumpen ihnen den Magen aus. Oh, ich hätte extra Essen für ihn gekriegt. Dann machen wir das danach. Was für Essen? Gibt Schnitzelbrötchen. Ich hab Hunger nach dem Kotzen. Ja, aber wenn die jetzt machen. Müssen wir wirklich dahin? Ja. Leitstelle von der 72. Für mich Strafe 1, Code 5 Verlagerung zum Krankenhaus. Komm. Ich habe schon 3 Bratwurst gegessen. 72, ne? Okay, und wenn. Du jetzt den Magen aus, Olaf, dann ist das doch wieder. Nee, warum? Ich habe doch schon alles ausgekotzt. Und jetzt habe ich Hunger vom Kotzen. Wir fahren trotzdem. Moment, hast du das jetzt gesagt oder haben die das wirklich. Nein, er hat gerade angerufen. Was? Oh, okay. Also, wenn die dir jetzt einen Magen auspumpen, brauchst du nicht traurig sein. Ich gehe da in die Kantine und halte dir die Schnitzelbrötchen warm, okay? Ja. Dann geht schon mal rein, ich park dann gleich. Erinnerungen an das Ding. Hallo. 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 Ich bin der Olaf und ich habe am Tabak genascht. Ach, Sie sind der Olaf. Ja. Gut, dann bin ich mal weiter. Hallo. Ich fahre mit den Neff. Yes. Viel Spaß. Hi, Reckerchen. Bis dann. Hallo, Ari. Ich hab alles wieder ausgekotzt und hab 3 Bratwürstchen gegessen, weil ich dann Hunger vom Kotzen hatte, aber ich hab Sie haben sich die Zigarette auseinandergerollt und den Tabak gefuttert. Nee, Shisha. Nee, Shisha-Tabak. Ja. Roch lecker. Hat er gegessen, war nicht so eine gute Idee. Das ist ja. Wie lang her? 20 Minuten. Und danach 3 Bratwürstchen reingezogen. Erstmal gekotzt wie ein Arsch und dann, 3 Bratwürstchen gegessen. Und siehst du noch verschwommen, Olaf? Ja. Also er war sehr schummrig, er musste sich hinlegen, 10 Minuten, Viertelstunde. Ganz schlimm verschwommen. Alles klar, dann RTW 2, U3. Ja, alles klar. Ja, wir warten hier vorne, ja. Dann kommen Sie bitte her. Ja. Einmal mir folgen. Schaffst du das alleine, Olaf? Ja, ich denke schon. Soll ich Sie stützen? Nee, laufen kann ich. Waren wir vor der Tür? Mein eher so mental. Ja, schon. Ja. Hallo. Jano? Ja, schon. Dann kommen Sie bitte her. Los. So, dann stellen wir uns mal kurz hier hin. Geil, da können wir direkt Cola ziehen. Genau. So, Keanu, für dich zur Info. Der Herr hat gerade Shisha-Tabak gegessen. Genascht. Habe ich auch schon gemacht. Wie lang ging es Ihnen schlecht? Ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde sowas. Ach du Scheiße. Ja. Ihnen ist bestimmt so ein bisschen die Tür ist so schwer. Ja, die Tür ist ja, ich habe ganz stark gekotzt und dann habe ich 3 Bratwürstchen gegessen, aber Marmorkuchen. Dann legen Sie bitte hier Moment. Auf die Frage drauf. Okay. Guck. Wo? Hallo. Alles gut, wir haben mich gut gesucht. Haben wir gerade bestellt, Mama. Ach so. Nein. Alles gut, hier, geht wieder rein, Ja, sag ich schon. Ey, dann legen Sie sich einfach bitte da auf die Trage drauf. Okay. Gut, wunderbar. Wollen wir da jetzt Magen auspumpen?
Wir geben den einfach jetzt ein bisschen Flüssigkeit. Zugang legen. Naja, nee, kannst sofort einmal einen Zugang legen. So, dann leg mal einen kleinen Zugang und gib dir ein bisschen Flüssigkeit. Damit er relativ schnell auch wieder auf die Beine kommt. Nehmen wir mal ihre Hand hier. Das wird gleich einmal pieksen. Ja. Nicht wundern. So. Ist nicht schlimm. Ja. Ich glaube, spüren sie gerade eh nicht mehr. So. Ganz normale Kochsalzlösung? Ja, ganz normale Kochsalzlösung. So, dann haben wir den Beutel. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Nee, sagen Sie mal. Sie können Ihr eigenes Pipi trinken, aber A, nicht essen. Was? Ja. Haben Sie das probiert? Nee. Sind Sie da sicher? Ja, aber gestern hatte ich eine Spargelpunika, die war auch nicht gut. Was? Eine Spargelpunika. Ja. Aber da sie ja gesagt haben, sie mögen Bratwurst so, bitteschön. Oh, dankeschön. Kein Problem. So, Ihnen sollte es dann auch bald wieder besser gehen, wenn die Flüssigkeit so ein bisschen... Wie geht's Ihnen denn gerade noch? Ist sie noch schlecht? Ein bisschen schwindelig. Okay, ein bisschen schwindelig. Ja, das ist vollkommen normal, wenn Sie jetzt vorhin Shisha-Tabak genascht haben. Dass ihm jetzt auch ein bisschen schwindelig ist. Wir haben ihm jetzt ein bisschen Flüssigkeit gegeben. Dann dürfte das auch gleich relativ schnell wieder besser werden. Okay. Bleiben Sie jetzt einfach noch so fünf Minuten, bleiben Sie jetzt hier ruhig liegen, lassen die Infusion schön durchlaufen. Und dann passt das. Welchen Geschmack hat denn der Shisha-Tabak gehabt? Weiß nicht, ich konnte das nicht so richtig. Ich wollte Frikadelle, aber hatten die nicht. Er hat gesagt, er gibt mir was, was so ähnlich ist. Und dann hab ich probiert und dann wurde mir schlecht und dann musste ich mich übergeben. Ja, ich kenne das Problem. Hören Sie? Ich glaube, das war Paragraph 20 StGB. Das kriege ich hin. Brandstiftung. Wenn sie ein bisschen leiser reden, die Wände hier sind leider sehr, sehr in diesem Krankenhaus. Ja. Brandstiftung. Ich bin sicher, dass der von dem Tabakladen, weil der hat ja viele Feuerzeuge, er irgendwas anzünden wollte und deswegen wollte der mich außer Gefecht setzen. Oh, aha. Das ist. Das ist natürlich nicht so gut. Naja, hat er ja erfolgreich geschafft, wie es aussieht. Ja. Können Sie meinen Kopf kraulen? Wenn Sie das möchten. Haben Sie so ein Kraulgerät? Oh, kann ich kurz eine SMS lesen? Na klar, nur zu. Natürlich. Also das hatte ich ja auch noch nicht, ne? Shisha-Tabak, dass jemand Shisha-Tabak nascht. Hab ich auch schon gemacht. Aber ich dachte, es ist Kautabak, gut aussieht, da roch so lecker. Ja gut, dann verstehe ich das schon. Ah. Ich meine, ich rauche ab und zu auch gerne Shisha, ja? Ja, das war Traube Minze. Ja gut, dann verstehe ich das, warum der dann so richtig gut roch dann. Dann verstehe ich das. Ach, ja. Da ist die Tür durch. Dürfte gleich durch sein und dann gucken wir mal, wie es dem Herrn geht. Wenn er dann soweit wieder auf Darm ist, könnten wir ihn ganz vorsichtig wieder gehen lassen. Na klar. Okay, fertig, war nicht so wichtig. Na dann.
Kennen Sie dieses Kopfkraulgerät, was aussieht wie ein Schneebesen? Ja. Ja. Ich glaube, so etwas haben wir hier leider nicht. Schade. Aber ich habe eine Hand. Ist gar kein Problem. Hat bei Ihnen einer mal den Schneebesen eingesetzt? Kommen Sie darauf? Mein Homeboy macht das immer bei mir, mein Mitbewohner. Aha. Der Homeboy. Ja. Der macht immer abends vor dem Fernseher macht er immer den Schneebesen bei mir. Ist es denn angenehm? Ja. Oder ist es eher nicht so angenehm? Nee, das ist schon angenehm. Naja, solange es nur das Schneebesen ist. Richtig. Also Motorboot wäre fatal. So, die Infusion ist durch. Der Herr, wie geht's Ihnen jetzt gerade, da die Infusion jetzt gerade durchgelaufen ist? Wie geht's Ihnen jetzt? Mit der Bratwurst gut. Mit der Bratwurst? Ja, dann guten Hunger. Danke. Guten Hunger mit der Bratwurst. So, ich mach einmal den Zugang wieder raus. Ja. Hier mal einen kleinen Tupfer drauf. No. Welche Farbe möchten Sie das Pflaster haben? Grün. Ja, kriegen wir doch hin. Wunderbar. So, bitteschön. Dankeschön. Gut, dann setzen Sie sich mal langsam aufsetzen. Wir helfen Ihnen einmal dabei. Na ja. Langsam aufsetzen. Uiuiui. So. Alles Muskelmasse, oder? Ah, ich fall vom Bett. Nein, Sie fallen nicht. Sie fallen nicht, alles gut. Halten Sie mich. Ja, wir halten Sie. Alles gut. Ja. Okay. Oh Gott, geht's mit dem Stehen? Ja, immer noch geht. Geht? So, lassen wir mal ganz kurz los. Genau, wir lassen einmal ganz kurz los. Wie ist es jetzt gerade, wenn Sie so frei stehen? Wie ist das? Ja, das geht schon. Ja, wunderbar. Wunderbar. Gut, dann laufen Sie einmal, geben ganz kurz ein paar Schritte einmal hier durch den Gang. Einmal einfach nur so mal so zum Testen. Oh, mein Gott, das sieht gut aus. Kann ich kurz Hände waschen? Natürlich. Ja. Natürlich. Hat Senf an der Hand. Okay. Also, wollen Sie noch ein bisschen Desinfektionsspray an die Hände? Nee, ich habe Seife genommen. Okay. Ja, gut, ist ja auch desinfiziert. Perfekt. Gut. Dann können wir sie wieder entlassen. Was schulde ich Ihnen für die Lösung? Ah, Sie sind, da Sie krankenversichert sind, schulden Sie uns gar nichts. Ach so. Okay. Ja. Dann gehe ich wieder zu meinen Kollegen. Danke für die Hilfe. Immer gerne, dafür sind wir da. Sehr gern. Hallo. Hallo, Ola. Hallo. Geht besser, Ola? Der? Wichtigste Frage, darf er jetzt was essen? Ja, er hat auch schon wieder. Er hat schon wieder Bratwurst gegessen, ihm geht's gut. Müsste halt nur noch mal so ein bisschen auf ihn achten, falls ihm doch noch mal irgendwie schwummrig wird, irgendwie Glaswasser oder so noch mal geben. Ja, das kriegen wir an. Sehr gut. Erstmal schön. Alles klar. Tschö. Tschö. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, sehr gut. Hallo. Olaf. Guck mal. Ich bin der Olaf. Ja, ich weiß, wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander. Ehrlich? Oder halben Ewigkeit. Ja, wir waren schon mal auf Streife. Ach was. Ja. Wie heißt du? Skate. Wie? Marie Skate. Skate. Ja. Hallo Frau Skate. Ich bin Olaf. Hallo Olaf. Geht das jetzt wieder besser, mehrfach hin und her? Geht so, aber ich hab Bratwurst. Ja, dann guten Hunger. Danke. Hast du genug zu trinken? Frau Skate? Mhm. Wir müssen mal uns unterhalten. Wo? Ein ernstes Wörtchen. Okay, warum? Ja, also ich, wir hatten ja Stress, hatten wir ja mit den Lilanen. Ja, das haben wir ja schon länger. Ja, und ich habe das so nebenbei aufgeschnappt, dass sie auch damit dass sie da Stress haben. Weiter. Ja, ist nicht so hilfreich, wenn Sie deswegen in Urlaub gehen. Sie müssen mit uns kommen und müssen mit uns zusammen die Lilanen erschießen und die Verbrecher ins Gefängnis bringen. So. Eigentlich mal Skate. Ja, was jetzt? Erschießen oder ins Gefängnis bringen? Erschießen und dann das,
nötig ist. Ich habe gestern 4 Stück erschossen. Oh, whatever it takes, Gate. Die eine hat eine Prothese. Weißig. Gate, whatever it takes. Ja, also, Herr Olaf, ja. Das Ding ist, die letzten Wochen liefen nicht gut für mich. Ich habe einfach mal eine kurze Auszeit gebraucht. Aber jetzt bin ich ja da. Ja, richtig. Ich wusste, auf sie kann man sich verlassen und die Jungs sind in guten Händen bei ihnen. Ne? Nee, sie kommen auch mit. Ah, verdammt. Sehr gut, let's go. Ich besorge auch einen Schneebesen für den Kopf für sie. Was? Bleibt eben gleich hier, ich hole den Titan live. Kennen Sie nicht den Schneebesen zum Kopfkraulen? Weil wir nicht. Oh. Ach so! Ja, dann hole ich den. Ach, ich habe doch aber mein Equipment. Ich muss doch sowieso noch. Ich hab doch, bin doch privat hier und so. Ich bin und los. Ich geh grad wieder. Du darfst meine Schrotflinte haben, Frostgate. Nee. Du darfst die Schrot und meine MP haben. Ich hätte auch 4 Blitzer. Was? Sag nicht. Ja, die sind tun auch ziemlich weh, wenn die jemand ins Gesicht kriegt. Wie gut, dass das noch nie passiert ist. Weil das passiert nämlich nur, wenn man durch das Visier guckt. Das macht man ja nicht. Man blitzt ja aus der Hand raus. Aha, Hand raus. Visier. Ja, also. Olaf, nein. Nein. Olaf. Ich hab ein Visier. Ja, nicht durchgucken. Bennett. Ich hab sie im Visier, Herr Bennett. Ich hatte da. Nein, ist gut. Ja, also das Ding ist nach wie vor, ich bin privat hier. Mein Auto steht noch vor der Tür. Ich habe kein Equipment dabei. Ist kein Problem, das PD ist genau neben dran. Ja, shit. Ich habe Equipment für 3 dabei. Okay, Olaf für 4 dabei. Mit 4 Blitzern. Nee, das ist Olaf. Olaf ist dafür zuständig, die Spezialeinheiten auszurüsten, weil er hat die Blitzer. Sehr gut. Willst du eine Hacklerwaffe rausgeht? Nee, ich verzichte. Ich habe gegessen zu Hause, danke. Warte mal, Hacklerwaffe? Man fragt doch nicht. Doch bitte nicht. Das ist eine Erfindung von Tommy und mir. Hackfleisch mit Honig und Zucker drauf. Ah. Kennst du Baklava? Ja, ja, das gleiche nur mit Hack. Ich flipp aus. Warum denn? Was ist denn? Warum macht er denn eine Personenüberprüfung über den Funk und nicht einfach in seinem Streifenwagen? Ja. Rekrut wahrscheinlich. Weil die Rekruten das immer über Funk machen? Ja, aber super anstrengend. Ich habe Funkgerät einfach ausgemacht. Ja. Ich verstehe halt aber auch, also ich... Perfekt, danke, Olaf. Also am ersten Tag verstehe ich das mit den Rekruten tatsächlich, aber so auf Dauer... Freut mich, dass du den nicht hörst. Ja gut, wollen wir dann nicht langsam mal nach vorne? Ja, lass mal nach vorne gehen. Ja. Nach vorne auch. Ich hasse diese Türen. Ach, ich bin einfach zu schwach. Mir ist zu schwindelig, Breitling, als dass ich die sehen würde. Oh. Also gar nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Nee, ich hab am Tabak genascht. Gehst du aufs Licht zu, oder? Ja. Okay. So schlimm, ja. Ist hier noch schwummrig? Ja. Oh Gott, du sehr schwummrig. Siehst du die Eingangstür? Nee. Jetzt, sag mal, wenn du sie siehst. Jetzt. Perfekt. Oi. Ja, guck mal, wer da draußen steht. Guck mal, wer da draußen steht. Fährst du gleich? Sehe ich nicht. Ja, ich fahr dann mal Richtung PD, ne? Wo? Auf der gegenüberliegenden Seite. Warum sind die nicht im Staatsgefängnis? Boah, das frage ich mich auch, warum da 3 Autos von denen stehen. Wo hast du mein Auto genommen? Warte, ich gehe da hin. Nein. Doch, ich rede mit denen. Nein. Ich klär das. Nein. Ich nehme dir fest. Na, wir steigen jetzt erstmal ein. Komm. Ach so. Ja, wie gesagt, ich gehe mal kurz meinen. Ich fahr mal Richtung. Warum stehen da drüben 3 Purple Bullets Karren, wenn die eigentlich alle im State sind? Die sind ja nicht alle im State. Ja, dann müssen wir die auch noch da reinmachen. Nein, das bringt jetzt ja nichts. Wir haben ja alles. Was machen wir jetzt? Wo holen wir Skater? PD. Ich sehe überhaupt nichts. Haben sie dir nicht helfen können, die Mediziner? Ich habe eine Infusion gekriegt. Mann. In dem Augenblick, wo ich sagen wollte, ist die nicht, die sind wie Hundeleckerlis, hattest du schon im Mund. Nom nom. Und du ein Gieriger bist. Ja.
Will einer von meiner Bratwurst beißen? Ich hatte gerade selber eine. Ich will Waffe wechseln. Komm mal kurz nach unten. Waffe? Waffe, ja. Welche Waffe willst du abgeben und welche willst du nehmen? Meine MP gegen Schrotze. Ich hab heute eine Stumpe. Wir brauchen auch alle nichts dabei haben. Olaf hat was dabei. Ja, reicht nicht, regel das. Das ist richtig. Wir haben einen Bus. Also fahren wir jetzt erstmal zum State, oder wie? Junge. Wann dürfen wir wieder raus? 20 Uhr am Mensch, eigentlich. Vor 6 Minuten. Wir müssen also gleich mal kurz ins State fahren. Hat sich da schon mehr gemeldet? Warte mal. Leitstelle. Die haben Leitstellen-Telefon. Ja, ich rufe deswegen unsere Leitstelle. Hallo Wolf. Hallo, guten Tag. Hat sich schon jemand der Purple Bullets aus dem State gemeldet? Okay, gut. Wir sind auf dem Weg. Achso, ja, stimmt. Achso, ja, kannst du machen. Jo, danke. Tschüss. Muss tanken. Ja. Also, Chat, wenn ich in real Shisha-Tabak essen würde, Alter, dann... Die hängen wir an die Seite. Wäre wahrscheinlich weniger dramatisch. Nein, ich steck die ein, häng mich dran. Achso, die steckt ein. Danke, danke, danke. Bitte. Mir wurde gerade die Frage gestellt, ob wir die 94 aufs Dach schnallen. Nein. Ich könnte mich mit Blitzer rauflegen. Das wäre ein bisschen geil. Blitzer an der Seite, einer links, einer rechts, würde ich fänden. Nein, Olaf, das klappt niemals. Das geht nicht. Du kannst dich gar nicht sichern. Skate beginnt rechts ein, ich setze mich vorne ran. Olaf, das klappt nicht. Der kann sich nirgendwo festhalten. Und vorne das Licht bricht ab. Das reißt du runter. Ich habe kurz eine SMS gelesen, warum steht Olaf auf dem Dach? Der will sich oben rauflegen und blitzen. Aber ich habe ihm schon gesagt, das hat nicht funktioniert. Olaf, das wird nicht funktionieren. So. Wenn wir fahren, kann ich sie blitzen. Du Olaf, kannst das geht Frau böse Blum, aus. Ist alles gut, alles entspannt. Alles chillig, aha. Frau Blum. Ja. Hinter Ihnen ist ein Verbrecher, drehen Sie sich um. Mobile Blitzereinheit. Weil, passen Sie auf sich auf, da ist wirklich einer. Olaf, ja? Das geht nicht, kannst du da runterkommen. Okay. Ist auch ziemlich kalt. Ja, einer muss sich so und so in die Kälte hängen. Jetzt machst du mit, das ist kalt, keine Werbung. Naja, Barnes ist gut eingepackt. Ja. Ich auch, hab Winterpulli an. So, Abfahrt. Nee, du hast einen Weihnachtspulli an. So, tanken, dann und Skate. Wann ist Weihnachten? Stage. Im Winter. Wir sollen Skate tanken. Echt mal. Okay, lass ihn mal vorlaufen. Bin ich im Himmel? Bin ich im Himmel? Also mit dem Titan sind die Böller auch echt gut. Oh, hier, guck mal, das ist eine Latte. Lustig. Er gibt dir $5,000 jetzt sofort. Nee. Boah, wirklich, mit dir ist auch kein Pferdestehlen. Also, nee, das kann ich nicht sagen. Sag? Ich würde sagen, wenn es jetzt nicht der Chef gewesen ist. Er ist recht der Chef. So, du meinst so, Herr Barnes, ich habe übrigens noch was für Sie. Was denn? Ich habe mit den Verbrechern, die ich festgenommen habe, gestern alle einen Fragebogen ausfüllen lassen. Ja. Über wie ich die verhaftet habe und ob die zufrieden gewesen sind mit meiner Abhandlung und ob ich die gut erschossen habe auch. Ja. Ja, und ich habe volle Punktzahl. Sehr gut. Das ist gut. Ich würde das noch abgeben dafür für Ihre Beurteilung. Ja, von mir aus. Wir haben dein Praktikum verlängert schon, ne? Um einen Tag? Ja. Ja, aber ich glaube, ich muss mich morgen mal einen Tag ausruhen. Was mit Donnerstag? Ja. Na gut. Dann nicht. Machen wir Donnerstag. Nicht. Nee, doch. Also da können Sie. Ja. Okay. Soll ich was mitbringen von zu Hause Donnerstag? Wenn Sie, ja. Hackler. Nee, ich könnte Wilfried mitbringen. Nee, Eberhard. Wilfried.
Wilfried und wie heißen die? Mein Kanarienvogel. Die nette Dame. Elke. Elke. Nee, aber ich könnte Wilfried könnte ich mitbringen. Ich wäre ja dafür, du bringst Elke nochmal mit. Nee. Wer ist denn ja, dann wenn einer, dann Wilfried. Wilfried ist mein Kanarienvogel. Ach so. 14 Kilo. Respekt. Ja. Ist aber nicht der dickste. Ich habe von einem gehört, der wiegt 16. Nee, das kann nicht sein. Olaf, da fährt einer mit dem Roller. Wo? Da vorne, ist gerade an uns vorbeigefahren. Sehe ich nicht. Ich hab auch das starke Gefühl, das wird noch ein bisschen bleiben. Wie lange? Ja. Ich habe das starke Gefühl, ich muss den Feierabend. Musst du die halbe Weltgeschichte vollschreien? Mach den Kopf zu, Teach. Fresse! Frau Blum? Oh nein. Olaf, ich bin in der Tankstelle, ja? Hören Sie mal zu. Wenn Sie das zu meinen Kollegen schreien, dann ist das eine Beleidigung und eine Beleidigung ist eine Straftat. Okay. Ich mach das nicht mehr wieder. Versprochen. Alles klar, einen schönen Tag noch. Auch ein Tisch. Baba, wünsche ich mir auch. Ich hab das geklärt. Was? Unglaublich. Wünsche ich mir auch. Er hat sich gerade Lutscher genannt, ne, Olaf? Mann. Wir sprechen vom Aktuellen. Richtig? Was vom Aktuellen? Telefonier kurz. Ich habe ja telefoniert, schon wieder ohne was zu sagen. Aber wie Streife 1 hab das gesagt. Sehr interessant. Wie vertrauenswürdig ist die Quelle? Welt, ne? Ja. Also Chat, ich wusste natürlich, dass irgendwas passiert, wenn du am Shisha-Tabak naschst. Okay, also ich habe das natürlich fürs RP irgendwie extra geforst. Ich habe einfach die andere Freundlichkeit am Telefon. Ich bin davon ausgegangen, dass ich auch vielleicht umfalle oder dass halt sowas kommt wie bei dem... Wenn das stimmt, dann hat Sophia wenn du kiffst oder so. Aber dass das so kompletter Shit ist, Alter, über 4000 Jahre, das hätte ich ja nicht ahnen können, Alter. Also wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich da kein RP mitgemacht, so. Das müssen wir jetzt erstmal rauskriegen. Cody, ja, warte, ich öffne Twitter. Twitter sehe ich schon, warte. Cody Bürgermeister. Aktueller Bürgermeister, Cody Seal. Hab ich doch gesagt. Wir gehen den direkt absetzen gleich. Oh, ich hab keinen Bock mehr auf Rumpfickerei. Kollegin? Alter, Mann, muss ich dir das jetzt aus der Nase ziehen? Ich kann dem Gespräch nicht folgen. Die Quelle ist nicht schlecht, die sie da hat. Ist sie denn safe? Die ist safe, das ist der gleiche Typ, der den E-Mail-Typen vermittelt hat. Ja, dann Abfahrt. Dann werden wir den Bürgermeister gleich seines Amtes entheben. Erstmal werden wir den durchsuchen. Also müssen wir den durchsuchen. Ruft jemand von euch schon Justiz an? Ja, ich mach. Warum, was hat der Bürgermeister gemacht? Zusammenfassung, der Bürgermeister hat gestern Waffen für die Purple Bullets versteckt, dass wir die nicht finden. Sicher. Ja, machen wir Aussagen dazu. Hallo, MHK Banzer. Ich habe ein Anliegen. Wir haben gerade tatkräftige Aussagen bekommen, dass der aktuelle Bürgermeister, der Herr Seal gestern Waffen der Purple Bullets angenommen hat, um diese zu verstecken. Und würden ihm gleich gerne einen Durchsuchungsbeschluss unterziehen. Ihn und seinen Fahrzeugen. Und alles, was er sonst noch besitzt. Bevor wir den vielleicht aus dem State lassen. Hab ich auch kurz überlegt. Also sonst gibt er das zurück. Ja, eben. Ja, dann müsst ihr noch länger drin bleiben. Dann müssen die jetzt halt noch mal ein bisschen warten hier kurz. Schade. Wir brauchen den sofort. Moment, was ist mit Gericht? Ja. Nee, der ist gerade. Ja, achso, ja, genau. Also wir gucken jetzt gerade, wenn wir da gleich wirklich was finden. Wie gesagt, wir haben halt die Aussagen bekommen dahingehend. Dann werden wir da sowieso eine Klage anstreben und ihn auch vorzeitig mit ihm zusammen, dann gehe ich mal von aus. Dass ja. Inwiefern, also was für Eckpunkte brauchen Sie? Hm.
Warum gucken? Cody ist hier. Guckst du so skeptisch? Wollen wir FIB-Funk gehen? Ach, irgendwie. Ja. Ja. Bin da nicht so ein Fan von, wenn manche Leute Hallo? Sachen. Verstecken. Okay, gut. Bauen Sie noch was? Keine Ahnung, lass jetzt erstmal irgendwie die beiden das lernen. Warte mal, Holmes? Bennett, größere Sachen dort? Vermutet, ja. Vermutlich, ja. Wir sind im FRB-Funk und da sind nur wir drin. Ja. Frequenz ist 3487. Steht nicht an der Pinnwand. Herr Maki? Nee, nicht an der normalen. Schicken Sie mir das gleich per Mail. Super, ich bedanke. Ich würde mich dann gleich melden, wenn wir. Also ich weiß auch nicht mal, ob wir den gleich überhaupt antreffen. Wir würden uns, wenn wir ihn antreffen, auf jeden Fall mal ihn einmal melden, ja? Ja, das mache ich sowieso. Dann. Okay. Super. Danke. Tschüss. So, FAB-Funk. Ich würde im normalen Funk bleiben. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn wir die jetzt natürlich, wenn wir die da drin lassen. Und dann haben wir eine Aussage von dem anderen, dass der die Waffen von denen genommen hat. Ist das denn, also reicht uns denn die Aussage, dass der die Waffen von denen genommen hat, wenn wir bei den Waffen finden? Nicht, dass wir bei den Waffen finden, der sagt, aber nee, das sind gar nicht die von denen, das sind meine, die Aussage lügt, dann haben wir Aussage gegen Aussage und haben gar nichts in der Hand. Aber eine Waffe haben wir dann. Aber Waffen, ja. Und das, was für ihn in seiner Bürgermeisteramtszeit gegen ihn verwenden können, da er dementsprechend dann nicht berechtigt, sage ich mal, ist, den Bürgermeister. Aber guck mal, ich habe eine andere Idee, aber die ist ein bisschen extrem. Sag mal die Idee. Ich gehe da rein in das Staatsgefängnis und dann sage ich, dass wir den haben und dann sage ich, dass wir wissen, dass die Waffen da sind und dass die richtig Probleme kriegen. Außer die sagen mir die Wahrheit, dass er die genommen hat, dann kriegt nur der Probleme. Aber die kriegen alle keine Probleme und ihre Waffen wieder. So, aber wir halten uns nicht an den Deal, weil die schießen ja auch auf uns und halten sich ja an auch nichts. Stattdessen behalten wir die Waffen und belangen jeden einzelnen von denen noch für die Waffen. Ich glaube, es geht nur um eine Waffe, Olaf. Und dann für eine Waffe. Ganz ehrlich? Ja, das ist nämlich eine gute Idee, weil wir haben nämlich auch viele Gespräche versucht zu führen und die haben sich trotzdem nicht daran gehalten und die sind dann trotzdem noch die ganze Zeit hergegangen und haben auch auf uns geschossen. Ja. Fühl dich ein bisschen. Das heißt, sie müssen zugeben, dass meine Idee gar nicht so schlecht ist. Wäre halt im Fall der Fälle noch eine weitere Aussage. Ja, so. Wenn die das bestätigen, ist der definitiv am Arsch. Ja. Selbst wenn der sagt nein. Ich gehe da rein und. Catchen wir den. Ihr geht zu zweit rein und Skate und ich catchen uns den. Ich guck meine Karte. Wo ist Holmes eigentlich? Ich hab das komplett vercheckt. Weggefahren. Holmes, wo bist du nochmal hin? Ich bleib im normalen Funk, ja? Ja, cool. Ja, Olaf ist ja im FIB-Funk. Haben wir Funkdisziplin im FIB-Funk? Nein, haben wir nicht. Voll geil. Scheiße, ich hab. Ach, mein Auto. Oh. Ich muss mir eine Karte holen. Oh. Ich muss kurz zum PD fahren. Komm, Skate, wir gehen den fangen. Ja. Olaf, wir müssen kurz zum PD fahren. Ja. Dann bis gleich. Ihr macht das, Olaf. Ich glaube an dich, ne? Ja, natürlich. Ich krieg ein Sternchen. Okay. Kriegst du... Hey, Bennett. Nein, du kriegst nicht noch einen Blitzer. Nee, wollte ich nicht. Olaf, du hast 4 Stück, das reicht. Kann ich auch einen Dinosaurier kriegen anstatt ein Sternchen? Oh. Ja. Hab keine Ahnung. Okay. Du hast keine Frage können? Keine. Nicht Ottmar. Schade. Dann hat sich das eh erledigt. Leitstelle von der 72. Das FAB ist erstmal im FAB-Funk erreichbar. Ich bleibe aber im normalen Funk. Wir sind auf Bereitschaft. Komm. Ende. Ach ja. Gute Arbeit, Olaf, bis jetzt. Dankeschön. Bitteschön. Krieg ich einen Dinosaurier-Aufkleber? Ein Aufkleber? Ja. Für meine Akte.
Den kriegen wir bestimmt irgendwo bis. Ach, für die Akte. Moment. Ja, Cunningham. Moment kurz. Hört. Ja, deswegen sind wir auch auf Bereitschaft. Komm. Wer nochmal? Cunningham? Phil Lokanza. Kannst du das mal funken, Olaf, für die anderen, ob wir gerade was von ihm wollen? Wie, von wem? Phil Lokanza. Phil Okanza. Ja. Die Frage, gibt es gerade irgendwas, was wir von einer Person wollen, die Phil Okanza heißt? Ja, hab ich gerade erfragt. Was ist mit der Person? Der Name sagt mir nichts. Ja, irgendjemand möchte wissen, ob wir von Cunningham will das wissen. Frau Cunningham will wissen, ob wir was von einem Phil Okanza wollen. Ich rufe mal Frau Cunningham an. Du musst auflegen, der ruft die an. Wer ruft die an? Weiß ich nicht, einer aus dem Funk. Ja. Cunningham, ich leg mal kurz auf. Warte mal. Das hab ich hier wirklich schwer, Alter. Chatman GTA ist ja, so okay, gefickt einfach. Danke. Grad, das wirklich. Also, hast du das eine Problem nicht mehr, hast du das andere, Mann. Alter. Kann die mich wieder anrufen? Entspann dich doch mal. Kann ich mir mal schnell eine Kopfschmerztablette aus der Apotheke holen? Ja, kannst du ja machen. Okay. Aua. Entschuldigung. Wirklich einfach wieder Wallhack an, Alter. Wenn das passiert, Chat, ne, dann müsst ihr mich auf jeden Fall aus einer Schießerei raushalten, weil ich sehe einfach jeden. Lull. Können wir den Shisha-Tabak-Effekt zurückhaben, ja. Also ich dürfte auf jeden Fall nicht mitballern, Alter, wenn meine Grafik abschmiert. Wobei das auch super komisch ist, ne? Na Junge. Tatsächlich nicht an deinem GTA primär, haben mehrere Leute, auch Leute mit Redux-Pack etc. Wir überlegen gerade noch, ob es irgendein Auto oder so ist, das das Problem verursacht, seit dem letzten KW-Update. Okay. Wenn das bei einer Schießerei passiert, schmeißt ihr einen Tabak rein für Fairness, ja. Naja, zumal, also... Ich glaube, wenn ich jetzt wieder einlogge, ist es besser tatsächlich. Also war zumindest gestern so. Deswegen habe ich das hier gemacht gerade. Guck, geht wieder. Kein Sinn gefühlt. Milzen als Praktikant oder Olaf. Aber Olaf hat also das hat sich so angehört, als wenn der auch nichts von dem wollte. Dann keiner. Dann muss er auch mal sagen, wer er was von dem will. Also ich habe gerade mit Barnes gesprochen. Wir haben alle keine Ahnung, wer der Hayopai ist. Im Fall der Fälle soll der Typ halt sagen, was und von wem der was will. Und dann müssen wir einmal schauen, was Phase ist. Aber so, kein Plan. Wie war nochmal Funk? 3, 4, 8, 7. Dankeschön. Ja, gut. Okay, so. Ich würde sagen, Olaf und ich fahren aber dann jetzt trotzdem schon mal zum State und versuchen da durchzuziehen. Ja, ne? Wir auch. Ja, sollen wir trotzdem, auch wenn der nicht da ist, sollen wir da trotzdem das machen? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Wir machen da trotzdem.
Oh Mann. Hallo Maki. Ja, ich bin. Ja. Okay, ich kann gerade nicht gucken, weil ich gerade Auto fahre. Ich gucke das gleich an, wenn ich wieder Zeit habe. Alles klar, ich weiß nicht, ich habe schon munkeln, irgendwie ist der wohl nicht erreichbar. Mal gucken, ob wir den orten können. Sonst müssen wir das vertagen, leider. Ja, ja, alles gut. Es wäre natürlich gut besser gewesen, wenn wir den heute erwischen würden, aber dann ist das leider so. Ja, egal. Aber Dankeschön, ich hefte das ab und dann kümmern wir uns drum. Wir melden uns, sobald wir irgendwas haben. Super, danke, tschüss. Wie heißt der nochmal? Der Bürgermeister, den wir suchen? Ja. Cody Seal. Cody Seal. Ja. So wie ein Seal-Löwe. So wie Navy Seal, Seal. Also ja, auch Löwe, ja. Okay. Einfach Seal. Wissen Sie, wie ein Schweigewal macht? Ja. Wie? Finde ich gut. Okay. Die sitzt in der Krankenstation. Die eine sitzt da drin, ja. Ja. Ich würde mit der erstmal reden. Ja, okay, kann man machen. Hallo. Was geht, Olaf? Was geht, Homeboy? Hallo. Nee, Homegirl, bitte. Homegirl. Hallo. Was geht da? Sag mal das so, Homegirl. Ja, du hast mich Homeboy genannt, also. Ja. Ach so. Ja. Okay, ich verstehe. Okay. Du, ich hab mal eine Frage. Ja, frag mal. Guck mal, wir kommen ja jetzt dann so ganz gut miteinander aus. Das ist richtig. Und am Ende habt ihr ja die Wahrheit gesagt. Ich habe mich für dich eingesetzt. What? Ja. Deswegen habe ich ein Angebot. Ja, was denn? Willst du eine Bratwurst? Bei dir in deinem Schal oder woanders? Nee. Ja, dann nehme ich den. Okay, das war aber gar nicht das Angebot. Das war nur eine Bratwurst. Okay, cool. Denn manchmal ist eine Bratwurst einfach nur eine Bratwurst. Ja, richtig. Ihr habt gestern Schießeisen zum Herr Seal gegeben. Wem? Ziel. Sagt mir nichts. Ja. Vorname? Bürgermeister. Cody. Cody. Cody Ziel. Ja. Nicht wieder lügen. Wir wissen. Also, warte. Hör mir kurz zu Ende zu. Ja. Wir wissen, dass das da ist. Aber wir können das Ganze beschleunigen. Wenn ihr sagt, okay.
stimmt und ihr sagt die Wahrheit, dann kann ich euch anbieten, als jetzt Praktikant beim FIB, dass euch das nicht zur Last gelegt wird und ihr das wieder kriegt und wir den dafür dran kriegen, dafür nehmen, dass der das genommen hat. Dran kriegen tun wir den sonst auch ohne euch, dauert nur eine halbe Stunde länger. Und die wollen wir sparen. Ja, okay. Habt ihr dem das gegeben? Also ich bin jetzt ehrlich zu dir, ne? So zu 100%. Ja. Ich habe davon, also was, ob die es gestern denn gegeben oder generell, keine Ahnung, weil ich bin erst seit Fullfarbe erst seit effektiv 1,5 Wochen. Also wenn, müsstest du wirklich BK fragen. Ob die Cody Waffen gegeben haben. Oder? Whopper hätte ich jetzt auch gerne. Ja? Wen soll ich bei BK fragen? Also wenn BK, also er würde es zu 100% wissen oder generell wissen. Das verstehe ich nicht. Ja, ich weiß ja nicht, was gestern da abging, weil nachdem ihr ja bei uns wart, war ich ja sofort im Krankenhaus. Wen soll ich denn da fragen? BK, so heißt der. Ja, wen du... Achso, das ist ein Name. Das ist eine Abkürzung, ja. Achso, ich dachte, eine Abkürzung für Burger King. Ich habe gedacht, ich soll bei Burger King jemanden fragen. Nein. Ach so. Also wie gesagt, also wie irgendwie welche Waffen hin und her, keine Ahnung, kann ich dir wirklich nicht sagen. Wenn ich das wüsste, ich schwöre auf meine Zöpfe, ich weiß es nicht. Dann hol ich schon mal die Schere raus. Nein, Spaß, alles gut. Okay, dann gehe ich, okay. Dann ist BK auch hier? Das ist den ich in die Nase brechen möchte, weil ich wegen ihm im Rollstuhl sitze. Dann ja? Ist der hier, ja. Okay, dann gehe ich mal BK fragen. Bringst du mir noch einen Felicitas mit? Olaf? Was denn? Kannst du mir einen Long Chicken mitbringen? Nee, der heißt so. Oh, ach so. Long Chicken wäre jetzt aber wirklich geil. Richtig geil, ja. Schön mit abgelaufener Soße. Wisst ihr, was das Beste bei Burger King ist? Hm? Waffel. Was? Waffel. Mit Schokosoße. Wo haben die denn bei Burger King Waffeln? Ja, immer. Nachtisch. Waffel mit Schokosoße und Sahne. Du meinst diesen Kuchen? Nee, Waffel. Hm. Das hallo. Weg da. Hallo. Ich suche BK. Was los? Hier, Lederbütze. Ah, okay. Komm mal mit mir. Komm mit dir. Ey, das ist abgeschlossen vorne. Ja. BK. Jo. Guck mal, ich bin immer Homeboy zu euch gewesen. Ja. Du kannst uns jetzt eine halbe Stunde Arbeit ersparen. Okay. Und dafür biete ich euch an, habt ihr auch was davon. Was denn? Gate, kannst du kurz vor zum Tor kommen? Ihr habt was zu schießen, zu Ziel gegeben. Und wir wissen das. Jetzt können wir den... Ziel. Weil ich hab noch Handys und Tablets. Also ernsthaft, wer ist Ziel? Wer ist der mit Vornamen, Herr Bennett? Cody. Cody. Cody ist hier. Ja. Und ihr habt was zu schießen bei dem versteckt. Wo ist das nicht Sophia Schwarz, sondern wir können jetzt natürlich dem das anhängen. Welche? Und dann euch. Ja, die Dame mit den Zöpfen. Oder wir beschleunigen den ganzen Prozess und wir hängen das nur dem an und ihr könnt das wieder haben. Und wir hängen euch das nicht an. Dafür, dass ihr uns den Prozess beschleunigt. Welt auf Zeiten. Zu schießen wüsste ich nichts von, vor allem weil ihr auch von uns eigentlich fast alles zu schießen bekommen habt. Außer das, was bei Seal ist. Also ich wüsste nichts, dass wir irgendwie was bei Seal irgendwie gelagert haben, oder Cody, nicht ein. Die ist komisch. BK, dann muss ich euch das anhängen. Meins? Also ich kann dir sagen, wir haben auf jeden Fall nichts gegeben. So. Ihr habt von Sophia Schwarz, die da hinten steht, habt ihr einen Twingo schon gefunden, wo gefühlt alles von uns drin war. Außer aber das, was bei BK Sonntag ist. Was nee, nicht ist. Bei BK, bei dem anderen, Seal. Ich wüsste nichts davon. Ja, ich schon. Ich bin nämlich Ermittler. Ja, das soll. Also ich kann sagen, ich wüsste, wenn, dann wüsste ich nichts davon. B-
Miki, wenn du mir hilfst, du wirst meiner Karriere helfen. Bei den anderen. Ich will doch auch vom FIB sein. Und ich hab das ausgehandelt, damit das jetzt schneller geht, dass ihr das dann behalten dürft. Olaf, ich kann das sagen. Ich weiß von nix. Aber du hast mich schon mal angelogen. Ich weiß. Aber ich weiß in der Sicht von absolut wirklich gar nichts. So. Ich kann, wenn jetzt bei dem Ziel, wenn wir jetzt die Waffen da finden. Ja. Ja. Dann werden meine Kollegen euch hier wieder reinbringen. Ey, ich kann dir wirklich sagen, ich bin zwar von denen, die hier sind, der bei uns höchste, aber wenn, da habe ich auch keine Info dazu. Das ist aber sicher, dass der das von euch hat. Ich weiß davon auf jeden Fall nichts. Kann ich dieses... Guck mal, ihr habt mich gestern schon wirklich so scheiße, wie es anhört. Ich habe schon gestern gelutscht ohne Ende. Ich habe mich entschuldigt bei euch, was ich normalerweise nie mache. Kalippo? Natürlich Kalippo. So, bin jetzt absolut ruhig und neutral zu euch, so, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. So, und wenn du mir so ehrlich fragst, gebe ich dir auch eine ehrliche Antwort zurück. So, also ich weiß von Waffen bei Cody absolut gar nichts. Okay. Ey, wenn wir da jetzt die Waffen finden, ne, dann kann ich nichts mehr für euch tun. Ja. Ich hab das versucht. Ja, ist das so. Wie gesagt, ich weiß davon nichts. Genau wie die anderen hier, weil die sind ja doch unter mir. Okay. So, wenn ich was... Oder hörst du mich? Sag einmal Marmorkuchen. Dann wäre das ich hier. Moment. Ja, ich hätte gern Marmorkuchen. Ja, wir haben die Aussage von der Dame, dass die das vor ein paar Tagen zu dem Ziel geschafft haben. Fang damit an, warum machst du die anderen? Du kannst mit dem gerne weiter darüber reden. Aber wir haben die Aussage schon, dass sie es gemacht haben. Funk ist laut. Es geht um Essen. Ja, gut. Max, du kriegst Brei? Nee, ich hab 42 Stück gestern. Halt die ganze Zeit an. Hast du 42 wieder, Stück? Ja, ich hab gestern 42 mitgenommen. Das vergammelt, Olaf. Ja, BK. Ja. Bin enttäuscht. Warum? Weil die Frau da vorne gesagt hat, dass es bei dem ist. Dann wüsste sie mehr als ich. Holmes, ortest du denn noch weiterhin den Ziel? Du hast mich schon wieder angelogen. Gerade nicht, mache ich gleich wieder. Ich habe eben noch mal, aber auch nicht da. Wenn. Hau die Nummer mal auf die Pinnwand, lass uns die Leitstelle machen. Sie mehr als ich. So. Weil ich habe dafür gar keine Infos oder gar nichts irgendwie zu wissen. Ich glaube dir kein Wort. Unsere ganze Beziehung ist auf einer Lüge aufgebaut. Hm. Ey, wie gesagt, ich kann dir in der Sicht wirklich absolut nichts sagen. Okay. Wenn, dann wüsste sie mehr als ich. Okay, ich geh mal darüber. So. So, Olaf, was kam bei euch raus? Ja, ich bin enttäuscht von BK, weil unsere ganze Beziehung auf einer Lüge aufgebaut ist. Ja. Olaf hat mich gefragt, ob ich irgendwas von Waffen bei Cody weiß. Ich weiß davon absolut gar nichts. So, ich bin zwar von denen, die hier sind, der Ranghöchste bei uns, aber ich habe davon selbst keine Info. Ich sag dir ehrlich, wie ist, ne? Nach den ganzen letzten Tagen bin ich nicht so im Modus, dir dazu glauben. Ey, ich, in der Hinsicht, keine Ahnung, Olaf, ich habe mit Olaf nicht einmal bisher gesprochen, außer gestern da kurz. So, wir kennen uns auch nichts, auch nicht. So, und ihm habe ich aber die ernsthafte Wahrheit gesagt. Hat die Frau was gesagt? Und ja. Und der hätte nichts. Ja. Siehste? Ja, dann wüsste sie mehr, dann weiß sie mehr als ich. Warum? Weiß ich noch nicht. Kann sein, dass irgendwas mal war, wo ich nicht da war. Ach so. Ja, auch manchmal Tage, ne? Mir wurde beigebracht, man darf nicht lügen. Bennett, Vespucci ist schon ein Heli irgendwie, auch, der rumkreist. Will einer eine Bratwurst? Ah, ich hab keine mehr. Nee. Ach so. Nummer wurde nochmal geordnet. Hackler war. Was? Parklava. 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 Nee, das ist, wenn man Hackfleisch in Honig tunkt und mit Zucker drüber streuselt. Das ist ekelhaft. Hast du schon probiert? Nein, aber es ist ekelhaft an, weil Hackfleisch ist, oder ob da noch herzhaft. Ein bisschen Honig ist süß, außerdem mag ich keinen Honig. Bis jetzt noch keine Info. Achso, also magst du auch keinen Parklava? Fahr mal kurz vorbei, weil ich in die Stadt runterfahre. Auch mit Honig. Nee.
Okay, soll ich euch ein Geheimnis verraten? Was denn? Man kann sein eigenes Pipi trinken, aber AA nicht essen. Das hast du... Survival-Tricks. Das hast du gestern schon gesagt. Ja. Ja, falls ihr in der Wildnis überleben müsst. Das ist wichtig zu wissen. Ey, Olaf kann ja mal kurz mit dir kurz alleine quatschen. Nimm's uns nicht übel. Gern mal mit ihr kurz alleine quatschen. Ja, sicher. Wir wissen nicht, dass die drin uns das gesagt haben, also dass wir das wissen. Das weiß keiner draußen. Korrekt. So, das heißt, eigentlich im Zweifel brauchen wir die draußen hier nicht reinstecken. Aber wir dürfen die hier drin nicht rauslassen. Genau, aber wir können die auf gar keinen Fall rauslassen, weil dann ist das Ding definitiv erledigt. Wir haben so eine heiße Spur, weil wir haben halt die Info erhalten, dass eine Waffe dort gelagert wurde. Wir haben jetzt aber von den Purple Bullets gesagt bekommen, dass Waffen dort gelagert wurden. Und das erst kürzlich. Wichtig ist, wir brauchen die Adresse der Bullets auch, weil nicht, dass wir Zugriff auf das Fahrzeug haben und die Scheiße schon wieder umlagern. Ja, kann halt sein, dass sie das schon lange weggenommen haben. Das kann auch sein. Das Problem ist, dass man den eigentlich jetzt again nochmal eine Razzia drücken müsste, um zu gucken, ob das jetzt wieder in ihre Fahrzeuge gelagert haben. Ja, dann los geht's. Auf in die Riots. Weißt du, was wir machen? Machen wir das Gleiche. Herr Maki, wollen Sie sich sonst das mal kurz durch den Kopf gehen lassen und mich gleich nochmal anrufen? Da würde ich kurz mal mit meinen Kollegen kurz was bequatschen wollen. Super, danke. Bis gleich. Ich habe eine Idee. Was haltet ihr eigentlich davon? Ich meine, wir wissen das jetzt ja. Wir können die doch einfach ein bisschen unter Druck setzen und sagen, wir können natürlich diesen Stress hier nochmal weiterführen und generell weitermachen. Und er gibt uns einfach einen Schlüssel zu der Karre. Als ob die Frage ist, ich wollte gerade sagen, ich gehe davon aus, dass Ranel die Karre hat. Dafür müssen wir aber den Rest von denen catchen. Als ob die keinen Schlüssel haben. Der wird wir müssen den Rest von denen catchen. Der ist doch auch Anführer, oder nicht? Als ob nee, der werden uns das gesagt, aber auf jeden Fall nicht geben, genau. Weil der sagt auch die ganze Zeit, er weiß überhaupt gar nichts davon und der lügt weiterhin, obwohl wir das schon wissen. Wir müssen das folgendermaßen machen. Wir müssen jetzt die anderen, die eben vor dem Krankenhaus gestanden sind, die müssen wir mit einem Durchsuchungsbeschluss, müssen wir denen eine Razzia geben, damit wir sämtliche Fahrzeuge und Personen von denen kontrollieren, um zu gucken, ob die Waffen mittlerweile da sind. Wenn ja, dann gut, dann können wir den Bürgermeister trotzdem, aufgrund der bestätigten Aussage von der jetzt, können wir den trotzdem noch hops nehmen. Aber wir können, wenn die da nicht sind, dann finden wir die ja dann alle bei dem und nehmen trotzdem beide hops. Aber wir werden nicht drum herum kommen, jetzt dann aufgrund der Sache nochmal eine Razzia zu machen. Hatten wir denn vor ein paar Tagen, als wir die Razzia hier gemacht haben, hatten wir alle? Oder fehlte jemand? Es fehlten welche, die hier geschlafen haben, noch im State. Nee, ich meine davor erst. Ich rede, als wir die am Abend aus deren Hood umgeschossen haben, weil die auf uns geschossen haben und die einen Tag später hier drin eine Durchsuchung bekommen das haben. Das hätten wir so gut wie alle gehabt, ja. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, ob das dort alle gewesen sind oder nicht, weil es ist ja klar, mit der Aussage von der hübschen Lady, dass die dem die Waffen gegeben haben. Das Problem ist jetzt nur, dass wir die nicht finden, wenn wir denen nicht eine Razzia geben, weil der die ja auch schon wieder zurückgegeben haben kann. Die Frage ist halt wann, also wenn die dem danach, gestern, bevor wir die wieder in Beschlag hatten, die Waffen gegeben haben, okay, wenn die das vorher schon gemacht haben, dann werden wir ja logischerweise jetzt wieder nichts finden, weil wir haben doch alle Schlüssel. Wenn gerade rot oder reinrennen bei denen. Wenn wir jetzt entweder wir finden das, weil es eine Übergabe also gegeben hat, oder wir finden nichts, dann finden wir die beim Bürgermeister. Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Und die haben einen schwarzen Proger drüber hin. Ja, okay. Ja. Und mit was war das im Funk? Ja, da, im Vespucci unten, da wollen andere Leute aus Straßen vertreiben und da gibt es wahrscheinlich jetzt eine Schießerei. Also mit den ja. Skulls ja. Und Skulls, ja, genau. Ja, habe ich schon gehört. Erst beendet ist. Gut, machen wir eine Razzia jetzt. Plant ihr das hier durch? Ich würde einmal zu den Skulls unterstützend. Ja, können wir machen. Ja. Du musst die hier drin behalten und wie Olaf schon richtig sagt, wir müssen den Rest von der Straße catchen. Darum muss ich eh in den Overwatch, lol. Da muss ich ihn hier rauslassen einmal. Dafür brauchen wir aber mehr Einheiten. Ja, wir müssen gleich alles Mögliche ranholen. Wir müssen den Rest von der Straße catchen, die hier reinbringen. Dann machen wir denen das Angebot, was Barnes gerade gesagt hat, dass sie uns das Fahrzeug auspacken können. Und die Sache, dann können wir darüber reden, ob sie davon was wiederkriegen oder nicht. Und parallel müssen wir versuchen, den Ziel zu kriegen.
du meinst ja. die fragen, ob die uns das ausparken, wenn wir alle haben? Ja, genau. Ja. Okay. Aber wir müssen halt alle haben erst. Und dann, wenn die sagen, nee, machen wir nicht, dann müssen wir die nochmal eine Razzia drücken, wie Olaf schon richtig sagte. Wenn wir dann nichts gefunden haben, dann wissen wir, dass es noch bei dem Ziel lagert. Richtig. Dann müssen wir höchste Priorität darauf setzen, den Ziel zu haben, und solange können die hier nicht raus. Ja. Da morgen Mittwoch ist und ich weiß, dass die Bürgermeister immer wundergerne am Flughafen stehen, wird ihr spätestens morgen da sein. Marki ist da dran. Hallo, Herr Marki. Ich muss mal, aber ich ziehe hoch. Wir machen es folgt dadurch, dass wir aktuell in Gewahrsam sind, seit 24 Stunden erstelle ich einen Beschluss. Ich bräuchte grob ein paar Punkte. Ich würde das Ganze darauf aufbauen, bezüglich dem alten Durchsuchungsbeschluss, beziehungsweise haben Sie bei denen was gefunden? Also das ist ja, wir haben genug gefunden, tatsächlich. Noch nicht mal in irgendwelchen Fahrzeugen, wo die nur einen Schlüssel zu hatten, sondern in ihren eigenen Autos, einfach schon genug. Was Werkbrüder brauchen Sie? Also keine Ahnung, Verdunklungsgefahr ist es ja nicht. Also die schaffen halt dann im Zweifel einen Haufen Waffen weg, illegale Waffen. Doch, es ist Verdunklungsgefahr. Ja, doch, das ist Verdunklungsgefahr, ja, doch. Ja, es ist Verdunklung. Ja. Nee, ich krieg gerade nicht Spiel, hey, Augenblick. Okay. Komm auch immer zum Gespräch, einfach dazu. Wo sind Sie denn sonst? Ich bin, ich rede gerade. Oh Gott, Olaf, kommst du jetzt her? Ja, von da hinten. Ja. Was geht, Olaf? So, ich habe eine Frage. Ab. Ja. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Kann man jetzt langsam raus? Weil ich glaube, wir haben hier alle jetzt genug abgesessen. Nee. Nee. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Das geht nur, wenn ihr mir den Schlüssel gebt von dem Auto, was bei Seal ist. Dann könnt ihr rausgehen. Sonst nicht. Wie gesagt, ich habe keine Schlüssel. So, ich bin nicht. Ich habe keinen Schlüssel zu. Ja, ihr habt ja nicht irgendwem habt ihr ja nicht was zu schießen gegeben, aber habt gar keinen Schlüssel dafür. Ey, ich bin von uns, die hier sind, der Ranghöchste und ich habe dazu auch keine Infos, sonst irgendwas. Aber du hast Informationen. Kann ja sein, dass sie was hat. Hast du auch einen Schlüssel? Nein. Und ehrlich? Das ist ehrlich. So, alle Autos außerdem, wo ich zu einem Schlüssel habe, hattet ihr Samstag ausgeparkt. Und da, wenn ich kann auch gerne vorne nochmal welche ausparken, wenn ihr es wollt, wird auch nichts drin sein. Also meine Karre sind alle beschlagen bei euch. Alle? Naja, ich glaube alle auf seinen Twingo. Kannst du auch gerne durchgucken. Nee, ich brauche das Auto von dem Seal. Davon weiß ich nichts. Gut. Herr Barnes, Sie wollen rausgehen. Nee. Warum nicht? Habe ich auch gesagt. Wir haben den Beschluss gerade verlängert. Warum? Ja, warum wohl? Haben wir uns nicht eigentlich darauf geeinigt, dass wir ehrlich miteinander sprechen wollen? Das tut hier gerade keiner, außer einer. Ey, wie gesagt, ich weiß zu deren Sicht wirklich nichts, Barnes. Ja, wir aber. So, ja, ist ja schön. Ich bin nicht der OG von uns. Mhm. So. Ich werde manche Dinge auch nicht mit eingeweiht. Ja, bei der Razzia habt ihr extra die Sachen woanders richtig hingegeben, um die dann wieder zu holen. Habt ihr nicht sogar bei uns eigentlich alles gefunden? Weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Ich bin der Olaf, hallo. Stimmt. Die haben schon bei Sophia die haben doch die 50er und noch anderes Zeug gefunden. Ich wollte gerade sagen, also hä? Ich weiß das doch nicht. Ja. Also. Ich versuche doch nur meinen Job zu machen. Ja, Olaf, die ist ja wahrscheinlich, glaube ich, gerade keiner. Also keiner ist pisst auf dich, glaube ich, gerade. Wir wollen halt nur raus. Ja, ich kann euch, aber das geht nicht. Schwierig. Ist eigentlich unsere Kollegin schon wach? Die im Rollstuhl? Ja. Ja. Kann die mit herkommen? Ja. Was? Erstens, wie geht's ja? Zweitens, kann die mit herkommen? Gut. Alter, geht's gut. Und zweitens? Den Umständen entsprechen. Okay, und zweitens? Die wollte eine Bratwurst. Ich habe dir eine gegeben. Okay. Oha. Boah, hast du noch Grießball? Nee. Ich habe den an den Rucksack gebunden, also an die Weste hinten und habe mich aus Versehen draufgesetzt. Scheiße. Also hast du geschubst mit dem 44 Mal Grießball am Rücken?
47. 47. Geil, Matschepampe. Oh, ja. Gut. Olaf, hast du noch irgendwas mit dem besprochen? Nee. Gut. Ja, Guys, wir können euch nicht rauslassen mit so einer Information. Das ist hoffentlich bewusst. Wenn wir euch jetzt rauslassen, dann ist die Info bei allen und dann ist das Ding sowieso fort. Wie gesagt, wenn ihr angeblich nichts wisst, ja. Also wenn wir nichts wissen, dann bleiben wir für immer hier, oder was? Nein, ihr bleibt nicht für immer hier. Ne, wir gehen jetzt kurz eure Freunde fangen. Unsere Freunde? Ja, dann bringen wir die zu euch. Ja. Was? Mach so, keine Ahnung. Achso, du kannst mich besuchen, ich kann dir alle meine Schüsse zeigen, du wirst keine Geheimschüsse finden, glaube ich. Aber du verstehst doch das Problem, oder? Ich verstehe das Problem jetzt... komplett. Okay, was heißt das Problem? Ich weiß nur von der Karre und Cody Seal. Ja, aber das weißt du jetzt. Und wenn du jetzt rausgehst und das sagst du deinen anderen weiterigen Atzen und einer von denen weiß, was für eine Karre es ist, dann wird die auf einmal ganz schnell verschwunden sein. Wenn das stimmen sollte, vermute ich. Exakt. Kannst du davon ausgehen. Genau. Darum könnt ihr nicht raus. Darum holen wir jetzt alle hierher und dann können wir gerne uns nochmal unterhalten. Ja, gut. Wegen Verdunklungsgefahr. Wollen wir anfangen? Sonst wird es zu spät. Top. Wir sind noch eine Woche hier, schätze ich. Nein, keine Woche. Nee, ich fange dich schnell, kein Problem. Ich bin gleich wieder da. Aber ich bin ja kein böser Mensch. Ja, ist ich. Du kriegst deinen Beutel Zimt. Und du kriegst deinen Beutel Zimt. Und du kriegst deinen Beutel Zucker. Und du kriegst deinen Beutel Zucker. Jetzt könnt ihr euren Grießball pimpen. Okay, aber jetzt mal eine Frage. Was ist, wenn zum Beispiel Cody in Urlaub fliegt für 2 Wochen? Was ich dann? Hau mich irgendwo nach. Das sehen wir, wenn der 2 Wochen Urlaub ist. Ja, es geht. Also sind wir dann so lange hier, oder was? Das sehen wir da, Han. Wir fangen die jetzt und dann kommen wir gleich wieder. Ja. Ich würde das abschließen. Bahn schließt ab, hoffe ich. Also. Wenn in der Hood warte mal, sag das mal nochmal. Also sie hat, also ich habe ja gerade mit der Ellie da drüben gequatscht. Sie hat mir halt erzählt, dass BK gerne lügt. Ihr wart ja gestern bei denen in der Hood und habt ja gefragt, was der Scheiß alle sollte, weil die ja auf Kollegen geschossen haben. BK hat euch scheinbar angelogen und meinte, dass ja keiner von denen auf die geballert hat oder sowas. Ja, das war halt gelogen. Ja, absolut. Ja. Der hat gerade auch gelogen. Der hat auch gerade gesagt, dass er von dem Auto und den Waffen... Die Schießerei geht los. Könnt ihr mich rauslassen? Warte. Ich brauche einen Heli. Ja. Dringend. Die scheppern sich schon. Noch eine Sache. Boah, ich muss abschließen. Noch eine Sache, Barnes. Sie würde gerne noch mit dir reden. Und sie braucht unbedingt Schmerzmittel. Können wir machen, aber ich muss ganz kurz da rauslassen. Fahr du. Ach, warte, ich fahr allein. Möchtest du mit Bennett mit oder willst du hier bleiben? Ach, fuck. Ich muss mit Bennett, okay. Tschö. Einsteigen. Schneller. Vorne Telkom und Ablauf. Barnes, Olaf, stehst du noch neben Barnes? Ja. Wir haben ja. Sag dem bitte, dass ihr Hinne machen müsst. Ihr müsst euch jetzt Konsorten wie Ranel Young fangen, so schnell wie möglich. Ja. Zweimal. Barnes, und die hat komm mal schnell. Merzen, die braucht euch mal hier. Könnt ihr mal vorbeikommen? Herr Bennett sagt im Funk, wir müssen so schnell wie möglich jetzt Ranel Young fangen. Danke, tschüss. Ja. Jetzt und so schnell wie möglich. Haben wir überhaupt Einheiten dafür? Wohin müssen wir, hat er gesagt? Ranel Young fangen. Ich nehme an, dass es einer von denen sein wird, die da draußen sind. Ja, wir müssen das jetzt so schnell wie möglich machen, sagt er. Ja, komm. Ja. Aber du hast mein Auto da. Anrufen. Ich habe viele Waffeln im Bauch. Was hast du? Waffeln im Bauch. Viele. Das ist egal, dann Hauptsache du bist satt. Hallo, Arms, bist du noch? Was machst du jetzt? Okay, weil wir müssen jetzt zu einer Young orten und wir müssen den Hops nehmen. Wir haben einen neuen Durchsuchungsbeschluss bekommen für die Purple Bullets, weil wir haben bestätigt, dass Cody Seal Waffen... Das bestätigt.
bestätigt und alle anderen lügen uns kackendreist ins Gesicht. Nee, Cordy's Heal ist nicht ortbar. Und jetzt müssen wir Renal Young, den... Ja, ich fahre jetzt mit Olaf zum Haku, verorte den schon mal, dann machen wir erstmal alleine. Melde dich dann bitte, ja? Danke, tschüss. Serbekin, danke für 48 Monate. Monet, danke für 34. Richtig, Action in deinem Party. Danke für 31. Ja. Leon, danke schön für 4 Monate Resub. Evo Schakal, danke für 15 Monate. Counterbrain, danke für 23. Black Shibi, danke für 69 Monate. Samalerama, danke schön für 30 Monate. Shirosno, danke für 28. Fighter, danke für 30. Anarchin, danke für 31. Diabolic, danke schön für deinen Gifted Sub. Mog, danke schön für 59 Monate. Davor nochmal ein Gifted Sub. Diabolic, vielen herzlichen Dank. Extreme Chili, danke 32 Monate. Kelvin, danke für 16 Monate. Vielen, vielen Dank. Herr Barnes? Ja. Machen wir jetzt zur zweiten Razzia? Nee, wir gucken erstmal gleich. Und ich muss mit. Holmes ist gleich auch wieder da. Und ich muss mir gleich Einheiten ranholen. Ich will erstmal gucken, ob der ortbar ist, wer von denen ortbar ist, und dann gucken wir weiter. Können wir nicht ein paar Einheiten von der Schießerei mit für die Razzia nehmen? Ja, ja, die würde ich auch von der Schießerei mitnehmen, weil die machen nichts anderes, außer da gleich abzusichern und dann durch die Straßen laufen, wer da rumliegt. Das können die auch mit einer Streife oder so machen und nehmen wir uns zwei andere. Leitstelle von der 72. Ist dafür eine EL gerade schon bestimmt worden oder gibt's keine? Komm. Ja, check. Ich bräuchte relativ zeitnah, ich würde mich dann nochmal melden, ganz dringend. 2-3 Streifen. Komm. Ja, gut, die Schießerei da vor Ort, das muss ja nur abgesichert werden. Das müssen nicht alle machen. Komm. Check, Ende. Was machen wir hier? Ja, Maki. Komm mit. Ja. Nee, reden Sie weiter. Ja. Ja. Okay, alles klar. Perfekt. Das hört sich sehr gut an. Ja, alles klar, finde ich gut. Super, dankeschön, tschüss. Neues Danke für 47 Monate, vielen, vielen Dank. So, ja, ich guck kurz wegen Orten, weil Holmes das gerade verhindert. Also wir müssen das kurz einfach machen. Zwei Hackler waren darauf, dass der sein Telefon aus hat. Das glaube ich nämlich auch. Ja, und alle anderen auch. Das heißt, wir müssen Streife besetzen und Hubschrauber und Rasterfahndung machen. Ja, müssen wir, glaube ich, wirklich machen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. So, wo ist er denn? Renal Young da. Bitte ist der direkt ortbar, dann brauche ich die anderen erstmal nicht mehr orten. Ja, der ist ortbar. Wo? Warum ist der da? Frage im Funk, wo genau im Vespucci-Kanal ist die Ballerei? Bei den Vespucci-Kanälen? Komm. Check, Ende. Der ist... Warte, ich habe nämlich schon eine Ortung. So, jetzt orte ich schnell nochmal wen anders, um das zu verifizieren. Ja, aber wenn der da ist, dann haben wir doch sogar in der Nähe bei Vespucci, da haben wir doch sowieso Einheiten. Dann können doch jetzt sofort verfügbare Einheiten dorthin und wir können einen Zugriff machen. Das heißt, wir setzen uns am besten von hier in den Hubschrauber, damit wir schneller da sind. Ja, der andere ist auch da, die werden da sein. Okay. Warte. Ist Bennett mittlerweile, ich rufe den kurz an, dann setzen wir uns schon mal einen Hubschrauber. Vielleicht hat kurz Bennett fragen. Wir können gehen und telefonieren. Ja, ja, ich weiß.
Bennett, Olaf und ich würden, die sind alle wahrscheinlich, ich habe die Ortung an die Pinnwand geklatscht, FAB-Pinnwand. Wo sind die? Ich habe zwei orten können, näher eurer Schießerei. In Vespucci, dann guck mal Ortung an. Ja, wir würden uns jetzt in die Heli knallen. Randell hat mich gerade angerufen, ich habe gesagt, geht gerade nicht. Ich muss mit Skate kurz zum Krankenhaus. Okay, wir würden uns in die Heli schnappen jetzt und Einheiten dahin beordern. Ja, mach das. Okay, tschüss. Warnt du nicht im Funkkreis? Bist du mit dem unterwegs? Leitstelle von der 72. Nein, aber Olaf. Was macht ihr? Da an dem aktuellen 1070. Können Sie mir da 1, was? 2, 3 abstellen? Dann kommen gleich ihr? Nähere Instruktionen. Komm. Kurz Krankenhaus. Was ganz, musst du machen? Wir sind, wo bist du? Wir holen dich ab. Wir haben Heli. Du bist zu dick, Herr Barnes. Entschuldigung. Docks Garage, ja. Das passt, wir müssen eh da runter. Guck mal auf die FAB-Pinwand. Hört? Nee, komm. Zack, danke, komm. Ich möchte Wind blitzen. Wir haben. Warte, ich mach dich mal kurz auf laut. Olaf sitzt neben mir. Hallo, Wir haben angeblich, also wir haben anscheinend alles durchsucht von denen, ja. Und wir haben auch, glaube ich, alle, also laut Bennett alle gehabt. Alles gut, das wissen jetzt mittlerweile schon viele. Wir holen dich ab. Wir müssen da direkt Einheiten dran kriegen und wir müssen dann auch eigentlich landen und die mitbedrohen und festnehmen. Alles gut. Ich muss das eben kurz an die Pinnwand hauen. Hört. Also an der Pinnwand ist eine Ortung, in die Nähe fahren und auf Zugriff zugreifen und die Purple Bullets festnehmen, komm. Ende. Info, wir werden dann auch landen und werden die mit festnehmen. Check. Ja, wir sind aber jetzt zu schnell da, wir müssen auch kurz warten. Wo bist du, Holmes? Direkt genau. Unten beim Onkel. Garage. Ich bin da. Ich höre dich. Ich bin der Weste an, oder? Steig ein. Hallo. Hallo. So, also, wir sind quasi ready und die anderen sind auch. Ja? Nee. Ja, es geht. Perfekt, danke. Das war stationär, wir haben zwei Leute geordert, komm. Ja, ach. Frage, was für ein lila Auto? Da fährt ein lila Auto rechts unter uns, auf der Straße. Was? Halten Sie den mal an, dann fangen wir damit an, komm. Hier steht, der hat die Karre ausgemacht. Steht genau unter dem Overwatch, hat glaube ich Mutter aus. Dann jetzt runter, die kommen. Zur Info ist High Target. Ah, schön, dass alle High Target verstehen. Perfekt, und zwei Leute. Sehr schön. Frage bitte Priorität auf Namensfeststellung, damit wir wissen, wen wir da haben. Das wird passen, die zwei, wenn es ja, genau die ist, die ich geordnet habe. Dann können wir das Ding jetzt durch auch. Fucking Grafik, alles stimmt, ne? Sieht einfach aus wie ein Gameboy-Spieler da, einfach GTA auf dem Gameboy-Chat. Die Frage ist, ist das besser oder schlechter als das neue Pokémon? Boah, schöner Zugriff. Halleluja. Ich schieße rechts durch, hier? Glaube. Das sah wunderschön von oben aus. Ich brauche dringend die Personalien. Die können auch einmal festgesetzt werden. Komm. Ja, ins Staatsgefängnis mit den Verbrechern. Ja, das ist korrekt. Ja, kann ich Ihnen gleich sagen. Komm. Ja,
Ja, Sie haben Haftbefehl. Können Sie gleich auch haben. Das haben Sie nicht. Sie sind nur die Einheit, die den festnimmt. Dann gleich einmal ans State-Karren, bitte kommen. Danke, Ende. Frau Blum. Ja, das ist halt das Problem, weil wir gerade leider zu wenig Leute haben, die da hin können mit einer Karte. Wir fliegen aber relativ zügig wieder da vorbei. Der kann warten, wir sind gleich da. Danke, tschüss. Kommt, Jungs, ich brauch die Namen. Ah, Hawk und so stehen und wir werden uns das gleich durchgehen. Ja, ja. Wir werden uns eine sinnlose Diskussion wahrscheinlich. Oh. Hat aber immer noch geballert. Yep. Das war eine doppelläufige. Yep. Soll ich da kurz hingehen und das Ende setzen? Lass die das mal machen, lass die das mal das sich regeln. Ich könnte das beenden. Dann haben wir schon Personalien von den zwei Personen, komm. Nice. Ja, da dachte ich mir, das würde identisch passen mit der Ortung. Ich glaube, den habe ich sogar auch geortet. Ja, Jack, beide eintöten, State-Karren und wenn der schreit, dann ja, dann ist halt so, komm. Und dann wollen wir, kriegen wir schon hoch? Frage, kriegen Sie das hin? Wir würden schon mal zum State kommen. Da hinten, da wird... Jack in der... wir sollten hier auch weg, weil die ballern auf den einen Heli sturm. Ja, ja. Wert für die 72. Ich hab wieder reingucken, Grafik. Wenn das abgeschlossen ist. Reingucken, wenn ich beschlagnahm. Na, die sollen reingucken. Lassen Sie sich ein... Hört. Ja, ja. Ja, Jack, wir sind mittlerweile schon wieder weg, Richtung Stand unterwegs. Info nochmal an die, an West. An Morales. Reingucken, auch wenn es abgeschlossen ist. Lass euch den Schlüssel geben, danach abschleppen, komm. Das WoW-Event geht am 28. los. So zwischen 20... Oh, das funktioniert gerade richtig gut. Ich bin halt richtig begeistert. Würde ich mal sagen. Nice. Sehr, sehr cool. Läuft wie am Schnürchen. Hey, ich muss die Grafik nicht zurückstellen in GTA. Kurz Bennett an. Das liegt an Mods. Ich zocke auf einer 4090, Alter, wenn ich GTA 5 nicht mit vollen Grafikeinstellungen spielen könnte. Oder wie der heißt. Bill Lucanza. Bill Lucanza. Ja, anders verkehrt. Wir fliegen jetzt wieder ans State. Das war ein Sahnezugriff ohne Ende. Also die Hawk und so haben den eben gestellt. Das war absolut Zucker. Jetzt fahren wir mit denen ins State. Also die fahren gleich. Und dann würden wir mit denen schon mal quatschen, wenn du noch ein bisschen brauchst, oder? Oder bekommst du auch, Bennett? Okay, alles klar. Bis gleich. Hast du Kärtchen? Ja, ja. Hab mich gar nicht erst weggerannt. Wollen wir dann vielleicht das Auto, den Heli woanders hin? Soll ich mit dem Raniel Young einmal sprechen? Der ist noch Hallo. Auf dem Weg hierher. Mediziner. Ihr könnt schon mal reingehen mit dem Mediziner zu der Dame, dass sie behandelt werden kann. Ich komme gleich nach, ich muss den Heli kurz umparken. Ja. Kommen Sie mit. Wollen Sie vielleicht einen Hacklover haben? Nee, danke. Kann ich nur empfehlen. Ich hab grad tatsächlich erst gegessen. Haben Sie vielleicht Schneebesen für den Kopf? Was? Was? Kennen Sie nicht dieses Gerät, was man so hoch und runter zieht auf dem Kopf, das aussieht wie ein Schneebesen? Um die Kopfhaut zu massieren. Ach so. Warum liegt sie da? Warum liegt sie? Was ist mit ihr? Ist die umgefallen, weil die keinen Fuß mehr hat. Hallo. Was geht? Hallo. Hallo. Hey. So. Sie haben noch Beschwerden und Schmerzen. Ich hab voll die Hölle. Ah, okay. Wie ist denn dein Name?
JTB, Dankeschön für 48 Monate. Schichtoffizier, Dankeschön für 26 Monate Resub. Admiral Dämlich, danke für 36. Onsi, danke für 28. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, Chat, wo macht Olaf als nächstes Mal Praktikum? FRB hat schon ganz gut funktioniert eigentlich. Highway Patrol vielleicht, um blitzen zu dürfen. Ich hätte mich vor, so Olaf einfach auf einem Motorrad auf dem Highway mit einem Blitzer. Wenn er sieht, einer kommt zu schnell angefahren, schwingt er sich auf sein Motorrad, um den Verkehrssünder zu verfolgen. Hallo. Hallo Olaf, hallo, du hast gute Arbeit geleistet schon wieder. Ja. Was hat dein Kollege gemacht? Erzähl mal, Olaf. Wer hat was gemacht? Ja, was haben sie denn gemacht? Ihr habt einen guten Zugriff gemacht. Ja, nee, den Zugriff, den habe ich nicht gemacht, aber das war mein Plan. Ich bin doch FIB-Praktikant, ich mache doch Pläne jetzt und Ermittlungen. Hallo. Fleißig. Die ist gerade jetzt in Behandlung. Was wollen wir von der eigentlich noch? Die wollte eigentlich noch mit Barnes reden. Ja, und nur festhalten, bis Renel Young da ist. Ich würde den sonst vielleicht nochmal nach dem Schlüssel fragen, um das Ganze abzukürzen. Ja. Weil wenn der uns den Schlüssel gibt für das Fahrzeug, dann können die heute noch alle raus. Und wenn nicht, müssen die da bleiben. Wollen wir mit dem alleine sprechen? Ja, ich mit wem jetzt? Ich mit Renel Young? Ja, ich kann auch mit dem sprechen. Ja, kannst du ja machen, aber ich würde gern zuhören. Hört. Check. Ich habe ein Angebot, dass wir die FIB-Karte der Bullets kaufen können. Zumindest erwerben können über den Mittelsmann, der die vertreiben soll. Hallo. Okay. Wenn das hier nicht klappt. Wohin? Wart mal durchs Tor hier durch links und dann lass die mal da raus. Wir kommen jetzt auch dahin. Wollen wir dann kurz da rüber gehen und die kurz in den Wasser nehmen schon mal? Also in Empfang nehmen? Ja. Ist der schon hier oder was? Die sind gerade hier durchgefahren mit der Streife. Ah, perfekt. Du kriegst auch manchmal gar nichts mit. Ja, wollen wir dem nicht vorher das Angebot machen? Plans? Was? Ja, das ist ja der Plan. Weil dann kann er doch, die anderen könnte er doch theoretisch dann mit rausnehmen, oder nicht? Nee, die geht da ja jetzt nicht rein. Also ich habe nur gesagt, dass sie ihn da hinkarren sollen, dass wir es nicht hier an der Schleuse machen. Oh, nee, nicht, nee, ich krieg nur Ärger. Alles gut, mach ich, Olaf, nee, jetzt. Ich, nee, unsere ich, Regeln, also jeder ich, kann ich, sagen. Ich, jetzt, ich krieg nur, jetzt. Ich krieg ganze Zeit Ärger. Von wem denn? Von der Frau, ich darf nicht alleine laufen, ich darf nicht mit dem Streifenwagen fahren, ich darf nicht alleine irgendwohin, ich darf keinen Blitz haben. Olaf, du gehörst zu uns. Wer die Weste anhat, wird nicht angeschrien. Okay. Oh, das war richtig abgehoben. Hallo. Hallo. Das reicht. Sind die schon durchsucht? Ich bin Olaf. Achso, sind die Hallo schon durchsucht Olaf. Worden? Ja. Kann mir irgendwer sagen, was hier ja, passiert? Ja, gleich. Bist du Herr Young? Kollege, sind die durchsucht ja, worden? Ja, ich bin Young. Ja. Wir müssten ja also zum dann unterhalten wir uns sofort. Okay. Ja, top. Dann war's das schon. Danke fürs Herfahren. Dann könnt ihr tatsächlich wieder fahren, wenn ihr möchtet. Ja, Barnes für dich. Der ja. Herr Young, der hätte gern den Herrn Edison als Anwalt stellvertreten sollte. Der nicht erreichbar sein, Rooks oder Steinfeld. Der hat aber keinen Mandatsvertrag. Und der Herr Lukanza, der hat gar keinen Mandatsvertrag und hätte gerne einen Pflichtverteidiger. Im besten Fall, wenn der Herr Edison hier ist, da er auch als Pflichtverteidiger fungieren kann, den als Pflichtverteidiger. Ist vermerkt. Okay, super, dann lasst ihr euch wieder raus. Dankeschön. Danke. Gut, ich lasse dich kurz raus und komme ich wieder dazu, ja? Ja. Alles klar. Wir müssen kurz, hallo Bennett. Kurz auf den warten. Was geht ab? Hättest du mir nicht einfach am Telefon sagen können? Ich war tatsächlich nicht bei der Sache, die ihr gemacht habt, dabei. Ich war woanders. Ich weiß nicht, was abgeht.
Das kann ich Ihnen gleich erzählen. Mir wird gesagt, meine Leute sitzen im State. Ja. Ich fahre einfach rum. Ich war dann das. Kommen da irgendwelche Polizisten, die mich anbrüllen und sonstiges. Und ich check gar nichts. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich bitte um Aufklärung. Ja, Moment doch kurz. Freundlicherweise, mir vibriert die ganze Zeit mein Telefon in der Tasche. Kann mir das vielleicht jemand einfach mal aus der Hosentasche ziehen, damit es nicht mehr vibriert, weil es Natürlich. Ich nehme das. Ja, nehmen Sie es mir einfach ab. Weil Crablet habe ich nämlich auch noch. Mir wurde nur meine Pistole weggenommen. Ja, weil eigentlich wollen wir gar nichts Moment. So, ich nehme das mal. Ja, danke schön, weil das nervt. Okay. Und Entschuldigung, wenn ich ein bisschen aufgebracht bin, aber da war gerade irgendein Sheriff, der hat mich zu Weißglut gebracht, ne? Cool. Wer sind Sie? Ich bin der Loganza. Der nicht zu mir und zu uns gehört. Achso. Ich habe keine Ahnung, warum der ist. Der saß nur mit mir im Auto, weil gerade eine Schießerei bei mir in der Nähe in der Hut war. Ja, Herr, wir haben da einfach nur geguckt. Herr Loganza, dann geht's auch mal ganz kurz da bei der Laterne, gehen Sie sich die mal ganz kurz angucken. Ja, natürlich, das mache ich gerne. So. Herr Young, ich erkläre Ihnen das. Okay. Es ist ja die ganze Zeit schon ein Konflikt gewesen zwischen Ihrer Gruppierung und auch der Polizei. Das ist richtig. Ja, und das hat sich in Ihrer Abwesenheit, hat sich das ein bisschen zugespitzt, dass auf unsere Fahrzeuge Feuer eröffnet wurde. Okay. Ja, und dann haben Ihre Leute uns auch die ganze Zeit angelogen und an der Nase haben sie uns auch rumgeführt, so im Kreis. Und dann haben wir die gefangen. Und auch eingesperrt. Okay. Ja. Und die sind jetzt immer noch hier, weil wir wissen, dass sie Waffen verstecken bei Herr Seal. Der mit Vornamen, wie heißt? Cody. Wusste ich natürlich. Cody. Bei Cody Seal werden von ihrer Gruppierung auch während Razzia und so werden Waffen versteckt und dann später holen sie sich die wieder. Interessant. Ja. Und deshalb haben wir sogar bestätigte Aussagen von ihren eigenen Leuten, die das bereits auch schon zugegeben haben. Interessant. Deswegen haben wir jetzt folgende Möglichkeit. Weil die wollen wir natürlich haben. Möglichkeit Nummer 1. Sie bleiben übel lang hier drin, bis wir Herr Seal auch haben. Dann holen wir uns das Fahrzeug und auch die Waffen. Und dann machen wir eine große Verhandlung und lassen die Waffen ihnen allen an, weil wir bereits Geständnisse von ihren Leuten haben, dass das auch ihre Waffen sind. Möglichkeit Nummer 2. Sie geben mir jetzt einen Schlüssel für das Fahrzeug und Sie können nach Hause gehen. Mit Ihren Leuten. Das heißt, wir haben also einen ganz langen Weg, wie eine Schlittschuhlaufbahn im Kreis rum und einen kurzen, den ich auch, also nicht so ein Pinchen, sondern also einen kurzen Weg, meine ich. Einen kurzen darf ich nicht im Dienst, das ist später. Kein Alkohol, Olaf. Ja, ich weiß. Also wollen Sie einen kurzen, Herr Young, oder nicht? Und haben Sie Hunger? Ich habe Essen. Nee. Ich hab selber noch irgendwo so Würstchen. Okay. Haben Sie schon mal auf der Kugel von einem Bubble Tea rumgekaut? Hab ich auch schon, ja. Bubble Tea ist gut. Ich schieße die gerne Leute mit ab. Solltest du mal ausprobieren. Das macht Karies. Ich kann das nicht empfehlen. Wenn du Leute damit abschießt. Ne, Karius kriegen. Hab ich, guck. Gut. Okay, ich würde dir super gerne einen Schlüssel geben, wenn ich einen Schlüssel hätte. Ich weiß nicht. Kimbo, rein. Wenn meine Leute das angeblich gesagt haben, dann könnten die ihnen ja bestimmt einen Schlüssel geben. Ich. Nee. Keine Ahnung. Nee, die sagen ja, sie haben einen Schlüssel. Ja, super interessant.
Also die Frau hat das gestanden. Welche? Nicht die, die im Rollstuhl sitzt. Also nicht die, der ich den Fuß weggeschossen habe, sondern der andere. Wem hast du denn den Fuß weggeschossen? Ich weiß es nicht. Der Netten. Ellie. Das hilft mir auch nicht weiter. Ellie. Also meiner Freundin. Also Ellie wurde ihr Bein weggeschossen. Das wird jetzt ein günstigeres Weihnachtsgeschenk, weil von Georgs braucht man jetzt nur noch einen, der andere Fuß atmet nicht mehr. Hä? Okay. Der ist aus Plastik. Warum überhaupt? Also jetzt erstmal ganz kurz von vorne, ja? Ja. Man hört ja so Sachen. Mir kam zu Ohren, da ist irgendwas gestern im Krankenhaus gewesen. Was ist denn da gewesen? Ich stand dort und wir sind dort, weil also weiß ich nicht mehr warum, aber dann ist es eskaliert und ihre Leute haben meine Kollegen angegriffen und alle versucht niederzustechen. Long story short, wir mussten drei deiner Leute eigentlich mitnehmen. Ein Kollege von uns ist hingegangen. Daraufhin, eine Minute später, haben die den abgestochen. Daraufhin haben wir die erschossen. Nee, nicht nur den. Die sind auch auf die anderen und losgelaufen. Der eine hat, glaube ich, vier Kollegen abgestochen. Dann haben wir die erschossen. Im Krankenhaus. War nicht smart, kann ich dir sagen. Warum ist das eskaliert? Das, musst du deinen Typen fragen. Das weiß ich nicht. Das war auch gestern große, große Diskussion unter ihren Leuten im State, weil die im Rollstuhl, nur ohne Fuß, die ganze Zeit die anderen angeschrien hat, dass das voll unnötig ist. Ja. Ja, ja. Das mit dem Fuß, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, weil also auf die habe ich gar nicht geschossen. Muss ein Querschläger gewesen sein. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, wie wir weiter vorgehen wollen. Keine Ahnung, ich bin in der Materie, ich bin vor zwei Tagen das letzte Mal da gewesen, da weiß ich, was abging. Da hatten wir so, sind wir eine FAB-Streife hinterhergefahren. Ne, Bennett? Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Stellen Sie sich mal kurz vor, Sie wären ich. Ja, okay. Und dann? So, tun Sie schon. So. Fällt mir schwer, aber ja. Okay, ja. Dann stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben ganz viel Hunger. Weil ich habe viel Hunger. So. Okay. Und dann stellen Sie sich vor, dass Sie sich freuen, gleich eine leckere Gestopfte zu rauchen. Ich bin auch Raucher, ja. Okay, so. Und dann stellen Sie sich jetzt vor, vor was für einem dienstlichen Problem wir jetzt hier stehen. Wenn wir Sie jetzt rauslassen, Herr Young. Okay. Ja, dann gehen Sie zu dem Typ oder wer auch immer und dann nehmen Sie sich wieder die Waffen. Und dann müssen wir wieder bei Ihnen müssen wir eine Razzia machen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen müssen wir sie jetzt hier drin lassen, wir müssen einfach zu dem Typ gehen, müssen uns das Auto mit den Waffen nehmen und dann können sie wieder gehen. Aber wir brauchen das. Weil das war wegen dem Gesetz. Da gibt es auch Paragraphen für. Ich kenne viele auswendig, so wie 20 oder 19 also oder 17 oder auch 34 StGB Absatz 1. Nicht den auswendig. Entschuldigung. Alles cool. Nur... Wie gesagt, dann machen wir das Spiel jetzt mal anders. Versetz dich mal in meine Lage. Ja. Weil das Letzte, was wir gemacht haben, wo ich mit dabei war, war, da sind wir einer FAB-Streife hinterhergefahren, die dann zu den Skulls gefahren ist. So. Seitdem war ich nicht mehr da. So. Jetzt komme ich raus, höre von Leuten, weil ich mich gewundert habe, wo meine Leute sind, dass die im State anscheinend sind. So, dann höre ich, dass da irgendwas im Krankenhaus gewesen sein soll. Ja? Dann fahre ich gerade einfach rum, weil in der Westside ganz wild geschossen wird. Ja, aber das waren nicht ihre Leute, die sind inhaftiert. Silvester. Warst du schon am Gaffen, ja? Ja. Nice. Was heißt nice? Gut, aber du bist jetzt hier aufgeklärt, was gestern abging, oder nicht? Ja. Ja, soll ich sie sonst erstmal inhaftieren, damit sie mit ihren Leuten sprechen können? Keine Ahnung. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert, sage ich offen und ehrlich. Weil?
Ja, also wir haben ja zwei Möglichkeiten. Also entweder die Eislaufbahn oder die Rampe. Ja, ich hab doch gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob du mir glauben willst oder nicht. Naja, so erfahrungsgemäß der letzten zwei Tage fällt mir das schon schwierig, Leuten mit einer lilanen Mütze zu glauben, weil die haben mich ganz halt angelogen. Ja, habe ich dich angelogen? Nee, aber es ist trotzdem, das trotzdem schwierig. Ja gut, aber darum geht es ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Das ist ja komplett was. Letztes Mal habe ich dir das auch schon die Wahrheit erzählt. Ja, da labern aber deine Leute scheiße. Und wir, weißt du, was ich meine? Achso, die gehen da jetzt übrigens rein, ne? Ah, okay. Ja. Irgendwas stinkt hier zum Himmel und wir wissen, dass es stinkt. Okay. Von dem her, also keine Ahnung, ich rede das Angebot von Riley an, geht zu deinen Jungs, sprecht zusammen und überlegt euch, was ihr uns erzählt. Ich bin können wir gerne machen. Wir labern 80 Leute in das andere Ohr rein. Spoiler, wir wissen die Antwort. Gut, willst du rein? Die gehen da rein. Aber ja. Ich weiß nicht, also das letzte Gespräch, was wir geführt haben, war ziemlich eigentlich entspannt, würde ich sagen. Ja. Jetzt gerade kommst du mir aber nicht entspannt rüber. Ja, kann soll ich dir sagen, warum das nicht so ist? Ja, aber ich rede doch auch entspannt mit dir. Ich rede doch entspannt mit dir. Hast du kurz Karte? Karte? Ja. Es ist einfach unentspannt, gerade wenn da ganz viele lilane Leute die ganze Zeit auf unsere Kollegen schießen. Verstehe ich. Ich verstehe auch nicht, warum das der Fall ist. Spendet her, ich also, bin ja, ich weiß, wir haben einen Konflikt. Ja, alles cool. Habe ich Verständnis irgendwo für. Nur bin ich gerade ein bisschen angepisst auf beide Seiten, was die Scheiße soll. Ja, du musst dich unterbrechen. Du hast kein Recht, auf die Polizei angepisst zu sein. Nein, wenn jemand von deinen Leuten der Meinung ist, gestern Abend im Krankenhaus vier Kollegen von uns abzustechen. Ihr habt fast meine Mutter getötet. Es geht nicht um die Sache, da irgendwas, was da war, sondern das, was gerade eben war, wo die Leute mich da geholt haben. Ja, du wurdest festgenommen, weil du einen Haftbefehl hast. Ja, aber nee, sorry, aber also sorry, wie der eine komische Sheriff meinte mit zu reden. Alter. Was hat er denn gesagt? Ich hab die Hände hinter mir. Ich hab erstmal nur gefragt, weil ich faktisch nicht wusste, was abgeht. Die stehen um mich herum, drücken mir eine Waffe. Ich steig aus, ich frage, ja, alles gut? Weil die meinten, nimm die Hände hinter den Rücken. Hab ich gesagt, alles gut? Ich will nur wissen, um was geht's denn? Ich weiß gerade gar nicht, was hier abgeht. So, ja, mach Hände hinter den Rücken, bla bla bla. Hab ich gesagt, alle klar, mach den Kopf zu. Weil der die ganze Zeit gebrüllt hat, wie so ein was weiß ich. Ja, weil du deine Hände nicht hochnimmst. Ey, ich wollte nur ja, wissen... Ja, kannst du ja, aber wenn dich Leute anbrüllen von der Polizei... Soll ich den anderen wieder rauslassen, Herr Benisch? Und sagen, nimm die Hände hoch, dann kannst du natürlich fragen, aber vielleicht nimmst du erstmal deine Hände hoch und wenn du dann festgenommen bist, kannst du fragen, was ist hier eigentlich Phase? Okay. Das weiß jeder, dass das so abläuft. Ja. Das wird niemals im Voraus passieren, niemals. Kann ich dir jetzt schon sagen, wird niemals passieren. Außer, ja, wenn du eine Geisel hast, lol. Aber sonst... Ja, aber gut, ich kann dir jetzt nicht 1:1 wiedergeben. Die diskutieren länger wie nötig. Brauchen sie was zu essen oder zu trinken oder so? Nee, aber ich müsste ganz dringend pissen. Also ich würde ihnen ja den Weg zu einer Toilette zeigen. Aber ich kenne ihn nicht. Kann ich in die Ecke pissen? Da drehen sie sich einfach zu der Laterne. Und dann strullen sie einfach neben die Laterne. Weil wenn sie gegen die Laterne pissen, dann werden sie Gesprenkel auf ihrer Hose haben. Ja, aber das ist ja nicht gut. Deswegen lieber daneben. Aber ich soll ja hier stehen, das stinkt ja dann. Dann würde ich lieber die Ecke da hinten bevorzugen, ne? Ja, dann gehen Sie gerne da vorne. So, weil der Wind... Augenblick, lecken Sie mal kurz da beim Finger. Ja, der Wind kommt von da. Also wenn Sie da vorne gegen diese Mauer strullen, dann zieht das da vorne wieder rüber. Das heißt, Sie können dann wieder zu der Laterne, wenn Sie da vorne da hingepisst haben. Darf ich Sie was fragen? Ja. Haben Sie zufälligerweise irgendwas mit Fleisch angefasst? Ja, oft. Viel. Eben, ja, auch es, eben. Es hat irgendwie fleischig geschmeckt. Ja, Bratwurst. Wollen Sie Kaugummi? Das könnte... Gerne. Danke. Wenn du mir die Handfesseln abnimmst, kann ich den essen. Ach so, nee, darf ich nicht. Und wie soll ich pissen? Ja, das ist richtig. Wollen Sie schon durchsuchen? Also meine 50er, mein Messer ist weg. Ich habe noch Handy und Quablet. Okay, Moment. Ich nehme alles Wichtige. Ich nehme das mal weg. Natürlich.
Darf ich den Donut? Natürlich. Schoko? Wir können auch zwei haben. Oh, danke schön. Hab mehr als genug. Okay, ich mache Wenn Sie wollen, können Sie sich auch eine Limo nehmen. Nee, geht so. Ich hab einen Donut. So, jetzt okay. Jetzt können Sie in Ruhe, können Sie strullen. Perfekt, danke. Hast du ja, glaube ich, gemerkt, dass ich und Freddy, weil Freddy ja übrigens auch nach mir kommt, mit uns kann man reden. Der hat an meinem Finger geleckt. Okay. Cool. Damit ich den Windstand überprüfen könnte, um zu sagen, wo er hinpinkeln kann, damit es nicht stinkt. Und dann leckt der an deinem Finger? Ja. Nice. Warum hast du nicht selber einen Dämpf? Ach, egal. Weil die schmutzig sind. Okay, einfach gesagt. Ich brauche dafür nicht mal reingehen, weil am Ende das haben die nach meiner Pfeife zu tanzen. Wenn nicht, dann... Das sehe ich, wie gut das funktioniert. Ja, gut. Wenn ich... Alles gut. Das kläre ich dann. Herr Young, Sie haben... Ihre Leute haben fast meine Mutter umgebracht. Das tut mir leid. Ja. Mir auch. Wie können wir die Scheiße eigentlich aus dem Weg schaffen? Wir kriegen das Auto mit den Waffen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Schlüssel. Ja, da müssen Sie so lange da drin bleiben, bis wir den haben von dem Auto, wenn keiner von Ihnen einen Schlüssel haben will. Aber ich glaube nicht, dass keiner von Ihnen ein Auto hat. Wer erzählt denn, dass irgendein Cody das hat? Die Frau da drin. Das hat sogar jemand von euch da drin gerade bestätigt, dass das so ist. Ja, dann hat die doch bestimmt einen Schlüssel dazu. Die sagt nee. Nee. Ach, es ist doch... Also ich weiß auch gerade nicht. Also gerade bin ich ein bisschen... Also weiß ich nicht. Wenn Sie da reingehen und den Schlüssel rausholen, dann ist auch kein Problem. Oder einfach mal Tacheles zu sprechen, weil dann können wir vielleicht uns unterhalten, wie wir weitermachen mit genau diesem Auto. Soll ich wieder das mit der Eislaufbahn erzählen? Guck mal, ich mach einen Vorschlag, ja? Weil ich, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen... Ja. Ich gehe da rein, ich rede mit meinen Leuten... Was die Scheiße soll, das könnte ein bisschen laut dauern und laut werden. Ja, du musst jetzt ja nicht unbedingt die zusammenschreien. Ich glaube nicht, dass du jetzt in gerade jetzt die Situation deiner Leute zusammenschreien solltest. Musst du auch nicht mehr, also ja, kannst du machen, aber du hast doch einfach Zeit bis morgen. Ja, alles gut. Und danach? Olaf, das war eklig. Das war ein Popel. Hast du gerade einen Popel weggeschmissen? Ja. Okay. Die sind auch voller Proteine, ne? Also vielleicht beim nächsten Mal. Nee, ich esse sie nicht. Okay. Toll gemacht. Und danach können wir gerne nochmal reden. Ja, morgen. Morgen? Ja. Hier, komm mal, wie lange du jetzt da drinnen sprichst. Ich brauche nicht lange. Kann dauern. Wenn ich eh hier bleiben muss, mach 10 Minuten draus, ja, das kommt dann können drauf wir noch an. Mal sprechen. Ob sie hier bleiben müssen oder du musst nicht. Du musst ja jetzt nicht, lass dich einfach abholen informativ und dann vielleicht klär kurz ein, zwei Sachen schnell und dann quatschen wir wieder. Ich sag dir aber so, wie es ist, dir gerade schon gesagt, dass das, was zum Beispiel auch die eine Tante da drin sagt, grenzlich schwierig ist. Da ist, wenn du gleich hier rauskommst, ich habe gerade gesagt, vielleicht einfach mal Tacheles sprechen. Ich gebe dir gleich eine Möglichkeit, Tacheles zu sprechen. Okay. Und dann können wir auch drüber unterhalten, was dann mit dem Auto passiert. Okay. Weil ich verspreche dir, dann können wir eine Einigung finden, sonst nicht. Okay. Aber die Möglichkeit gebe ich dir einmal. Wie du in meinen Gesprächen gemerkt hast, ich und Bennett sind vielleicht nicht auf einer Wellenlänge. Alles gut. Vielleicht hat man sich ein bisschen falsch getroffen, passt schon. Aber ja. Ich gehe da jetzt rein. Dann komme ich in 10 Minuten raus. Ich finde, wir sind auf einer Wellenlänge. Dann, ja, Olaf. Wir auch. Und dann sprechen wir Tacheles und dann gucken wir weiter. Gut. Bedenke bitte vielleicht, deswegen bin ich gerade hier, ich war gerade bei deiner Freundin. Die will unbedingt auch gerne hier raus und in ihr richtiges Bett aus der medizinischen. Kann ich mir vorstellen. Genau. Ich habe auch keinen Bock, hier zu sein. Deswegen, alles gut. Ich weiß auch nicht, dass du hier bist, aber ich habe gesagt, ich versuche mal Druck zu machen, weil es hängt nur noch an einer Person, dass ihr rauskommt. Ich mach das so. Gib mir 10 Minuten. Wenn die 10 Minuten vorbei sind, dann kommt an die Tür, schreit einfach mal einmal kurz meinen Namen, dann komme ich. Dann können wir gerne nochmal hierher gehen oder wo auch immer. Dann sprechen wir Tacheles und dann gucken wir weiter. Okay, Holmes, gucken wir mal kurz, ob der nichts dabei hat. Du brauchst ihn nicht umziehen, schick ihn einfach rein, so wie er gerade angezogen ist. Scheiß auf. Dem anderen habe ich 2 Donuts abgenommen.
Aber Olaf, bitte mein Handy nicht wegschmeißen und so. Ja, ich lese nur SMS-Verlauf. Ja, das letzte Mal haben die mir was mein goldenes Quablet weggenommen und ich habe meins nicht wiederbekommen. Jetzt habe ich ein schwarzes. Das goldene war teuer. Also meine Dings wurden mir abgenommen. Ja, und den Schlagring haben die Kollegen auch. Genau. Das mach schnell ich oder ich breche den Rekord bei Flappy Bird. Oha, das willst du nicht. Bestimmt okay, zwei. Dann los. Ja, warte. Anfässern-Dings. Achso, ich habe die Karte. Du hast die Karte. Oh, ich bin sehr gespannt gleich, was bei rumkommt. Was meint ihr? Ich sage, keiner von denen hat den Schlüssel, weil die hoffen, dass wir den anderen einfach nicht kriegen. Ja, das denke ich auch. Das ist eine Theorie, ja. Weil die ganze Zeit nur am Lügen sind. Unser Plan hätte besser funktioniert, wenn der andere auch irgendwann aufgetaucht wäre. Ja. Ja, yep, das Problem, also der Plan war eigentlich ziemlich gut, aber wenn der andere gar nicht da ist, dann geht er sich auch nicht aus, weil dann werden die nämlich nichts sagen, weil die dann darauf Spekulatius, dass wir also die dann irgendwann rauslassen, weil der andere lang genug nicht kommt und dann kriegen die Waffen von dem wieder und wir haben die Ausgangssituation. Hallo, Monster. Ja. Wo kam da jetzt gerade Spekulatius her? Doch, Spekulatius. Die Spekulatius. Oh, Entschuldigung. Spekulieren. Danke. Ach so. Ja. War verwirrt. Und was mit dem Donut? Die kannst du essen. Nee, ich meine dem Typ mit dem Donuts. Ich glaube, der weiß einerseits nicht, warum er hier ist und die anderen... Ich glaube, die wollen den auch nicht wirklich dabei haben. Also, eigentlich können wir, also wenn der natürlich ein Freund von denen ist, dann könnte der ja auch die Waffe nehmen. Das ist dann ja auch gefährlich. Aber er ist scheinbar nicht so ein guter Freund, dass er mit an dem Gespräch teilnehmen darf. Also, ich habe den weggeschickt. Ja, ist gut, aber der wollte den jetzt auch nicht mit reinnehmen. Also. Ja gut, gehört er dazu überhaupt? Nee, nicht so ja, wirklich. Also, nicht ich hab, das ist der Dude, ich habe ihm das auch schon mal erklärt. Wenn er der war da übrigens dabei. Als die mich hochgenommen haben, das war der einzige Dude, der sich nicht umgezogen hat und am nächsten Tag mit den gleichen Klamotten wieder da stand und ja, lass nicht drüber reden. Oh, ich hab keinen Akku mehr. Ja, ich hab auch, okay. Du hast doch vorhin für dich Akkus gekauft. Ich hab extra welche angelegt. Ja, hier. Wie viel hast du, Olaf? Danke. Noch vier. Ich guck mal zu unserer Krankenstation. Ich hatte mal 11. Nervenzusammenbruch. Ich wollte gerade sagen, du hast einige schon weggegeben. Ja. Schenken wir uns was zu Weihnachten. Ja. Was denn? Wenn ich das jetzt sage, dann ist ja kein Weihnachtsgeschenk mehr. Trotzdem, ich überlege. Ich schenke euch was zu Weihnachten, Herr Bennett und Herr Barnes. Das freut mich, Olaf. Oh, freue mich auch. Ich bin ganz aufgeregt. Wenn wollen wir das wieder nochmal auch verschenken? Nee. Nein. Warum nicht? Erst gucken, ob es gut ist. Einmal schütteln, ja. Ja, und dann gucken, ob es sich lohnt. Ich muss mal. Geh doch. Nee, ich zieh hoch. Was ist los, Bennett? Nehmen Sie mal kurz meine Hand, Herr Barnes. Warum? Machen Sie mal. Ja. Die war gerade in seinem Po. Gucken Sie mal, die klebt so sehr, die bleibt an ihrer hängen. Geh mir kurz die Hände waschen. Ich mal? Nee. Mag nicht dran riechen. Danke. Hab schon. Herr Barnes,
Ja. Sie sind Chef vom FAB, oder nicht? Ja. Darf ich jetzt, also ich meine, der zweite Tag, der ist ja fast, ist ja ungleich. Ja. Darf ich eine Beurteilung haben? Wolltest du nicht noch einen dritten Tag machen? Ja, Donnerstag. Donnerstag. Willst du dann die Beurteilung oder willst du sie jetzt schon haben? Zwischenstand, damit ich weiß, wie sehr ich mich Donnerstag anstrengen muss. Also Zwischenstand, ich bin tatsächlich überrascht. Also ich bin positiv überrascht. Du hast gute Arbeit gemacht. Dankeschön. Habe ich Chance auf eine Anstellung? Naja, erstmal, wir haben jetzt 2 Tage, dann 3 Tage. Und dann könntest du nochmal länger bei uns bleiben. Also nochmal viel länger. Und danach. Kann er schon länger bei uns bleiben mit seinem Rang? Wir können, wenn ich mich nicht irre. Ja, tschüss, Bennett. Grüße, was kann ich für dich? Glaube ich, dass es geht, ja. Ich glaube, dass das geht, Bennett, ja. Ich müsste das aber nochmal mit den Dann Arm. Könnte ich Langzeitpraktikum machen. 2 Wochen. Ja. 3 Wochen. 2. 2 Wochen. Ja. Und wenn das positiv wäre, dann für immer. Wenn dann alle Kollegen zustimmen, ja. Vom FAB. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dann habe ich verloren. Sicher? Ich glaube, jeder im FAB war positiv überrascht. Nein, viele waren doch gar nicht da. Naja, fast alle sind da gewesen. Gestern waren alle da. Der Ute hat mich gerade angerufen und gefragt, ob ich ihm einen Panzer geben kann. Ich habe aufgelegt, mein Telefon ausgemacht. Aber auch die Frage, ne? Er hat mir vorher eine SMS geschrieben mit, ich habe doch bestimmt noch einen Gefallen bei dir. Moment, der Mann winkt. Er hat mich angerufen. Hallo. Hallo. Darf ich fragen, wie es weitergeht? Weiß ich auch nicht. Perfekt. Ist relativ langweilig hier hinten. Ja, für mich auch. Ich möchte auch Feierabend machen. Das ist verständlich. Können Sie mich jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, reinbringen zu den anderen oder sowas, damit ich wenigstens mit Leuten quatschen kann? Ach so, ja, ich frag mal. Danke. Der fragt, ob wir den inhaftieren können, dem ist langweilig. Ach, Benny. Wir müssen unbedingt die normalen Polizisten den Kopf nehmen, sonst schießen sie auf uns. Auch Bennett mit Little Bird. Habt ihr gehört? Ja? Ja, sperr den ein. Einer muss mir die Tür aufmachen. Ja, sie können mitkommen, ich inhaftiere sie. Danke. Warum wird der inhaftiert jetzt? Was geht ab an? Weil dem langweilig ist. Nein, sie können da nicht rein. Wieso? Warum? Der soll da auch nicht rein, der soll einfach warten gerade. War jetzt gerade einfach... Herr Bennett hat gesagt, ich soll den einsperren. Ja, aber wofür? Also mit welchem Grund? Der kann auch gleich wieder gehen. Weil dem langweilig ist. Ja, der Lange kann sich auch weiter... Also sie können gleich wieder gehen, sie müssen nochmal zur Laterne. Ich bin halt komplett unnötig hier, nur weil ich in einem Auto saß, so, weiß nicht. Also manchmal ist man zur falschen Zeit am falschen Ort, glauben Sie mir, ich habe das auch hinter mir. Ich habe mal das Schlafzimmer von meiner Mutter aufgemacht. Und sie war beschäftigt. Glauben Sie mir, manchmal ist man zur falschen Zeit am falschen Ort. Na gut, das tut mir leid für Sie. Ich hoffe, Sie haben da nichts von sich gesagt. Sie war an die Decke gefesselt. Ach du Scheiße. Ja. Wer war an die Decke gefesselt? Elke. Warum war Elke an die Decke gefesselt? Na, als ich mal ins Schlafzimmer reingekommen bin. So. Gehen Sie noch kurz an die Laterne. Wir sprechen kurz und dann können Sie gleich gehen. Wieder so ein kurz wie gerade oder wirklich kurz? Das hoffentlich kurz. Ich möchte Feierabend machen. Ja, verständlich. Dann bis gleich. Hat er dir geschrieben, er hat bestimmt noch einen Gefallen bei dir gut? Ja. Hallo. Hallo. Wie ist die Lage? Still. Wir sind hier ganz Ohr. Also. Es gibt dieses Fahrzeug. Wer hätte das gedacht? Wussten wir doch schon. Boah, Alter. Was Bennett, denn? Geht es dir gut? Kannst du bitte Arzt? Nie wieder im Leben sagen, es gibt's?
Kannst du mir bitte den Gefallen tun? Es gibt's Alter. Nämlich dann gar nichts mehr. Ich dachte gerade, Elke ist tot oder so. Alter. Also wegen meinem, weil ich Gips gesagt habe. Alter, ja. Mich erschrocken. Oh mein Max, Gott. Alter. Entschuldigung, ja, ich war nicht so lange in der Schule. Es tut mir leid. Es gibt's, Junge. Es gibt's ja, gar ist doch gut. Mehr. Ich bin halt kein Student. Da tut mir leid, Mann. Alter. Also halten wir fest, es gibt dieses Fahrzeug. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Obvious. Wer hätte das gedacht, dass es das gibt? Alles gut. Wirklich? Ich liebe dir, alles gut. Ah, nee, nicht. Wenn man nochmal nimmt. Ich meinte nicht, ich meinte wegen dem Obvious gerade. Alles gut. Mann, es ist auch nur ein Späßchen. Mhm. Ja, nur fürs Protokoll, ne? Was? Okay. Ja, aber das, also das mit dem Fahrzeug wussten wir schon, bevor sie hier waren. Aber er hat es uns jetzt nochmal bestätigt. Ja, okay, das ist schon mal. Wir sind einen Schritt weiter. Okay. Dann können wir jetzt darüber reden, was wir damit machen. Ausparken. Danke, oder? Guter Plan. Ja, also das, also egal, ob was wir jetzt hier besprechen, das ist nicht möglich. Also, warum ist das nicht möglich? Weil das Fahrzeug nicht auspackbar ist. Weil das Fahrzeug wo ist? In irgendeiner Garage. Nein, das ist nicht in irgendeiner Garage. Es ist einfach gerade nicht auspackbar. Also es ist... Weil der Besitzer nicht da ist? Weil der Besitzer das nur für den Besitzer dem Parkwächter gemacht hat. Ah, ich verstehe. Der Besitzer ist Herr Cody's Stil, nee, wie ist er nochmal? Doch. Ja. Na, dann haben wir doch schon mal eine Aussage. So. Deswegen, ich habe einen Schlüssel. Ja. Das ist richtig. Aber ich komme an dieses Fahrzeug gerade nicht dran. Warum? Ja, weil ihr nicht wollt? Hä? Habe ich doch gerade gesagt, warum? Ich kann das Fahrzeug, ich komme da nicht dran, weil ich es nicht aus der Garage, also ja, aus ja, vom Parkwächter bekomme. Ja, ich weiß schon, aber warum ist das so? Damit keiner da an den Inhalt kommt. Wenn er das Fahrzeug findet. Ja. Genau, das will ich gerade fragen, ob das so ist. Natürlich ist das so. Also, ich glaube, wir brauchen nicht erläutern, warum das so ist. Mhm. Also, weißt du, was ich dir nicht erläutern muss? Dass du so lange hier drin bleibst, bis der Ziel wieder auftaucht. Wann kommt denn der wieder? Ich weiß es nicht. Ich habe das letzte Mal mit dem geredet vor 3 Tagen, 4 Tagen. Ja, aber okay, aber meinst du nicht, dass es eventuell ein bisschen... Weißt du nicht, meinst du nicht, es ist ein bisschen unsmart? Ich war doch gestern nicht da, ich weiß es nicht. Hör mal zu, meinst du, ist es nicht ein bisschen unsmart, dass wenn der in Urlaub geht, anscheinend auf unbestimmte Zeit, dass ihr an eure Waffe nicht drankommt? Nein, stopp. Nee. Der ist bestimmt nicht im Urlaub. Alles gut, dann ist das schon mal... Nein, warte mal. Also das nicht. Davon, wenn es der Fall ist, weiß ich davon gar nicht, weil ein Cody normalerweise immer da... Der ist ab und zu mal nicht da, aber sonst ist der eigentlich immer da. Also, nee. Es ist nicht so, dass ich ihm das gesagt habe und auf. Wäre ja anders dumm. Herr Young, ich verstehe das nicht. Nicht dran. Also, hä? Ich hab Ihnen doch eben gerade gesagt, dass ich Ihnen nicht vertrauen kann, weil Sie eine lila Mütze haben und mich lila Mützen die ganze Zeit anlügen. Da haben Sie mir gesagt, nee, wir haben ja noch gar nicht miteinander geredet und Sie würden mich nicht anlügen, aber Sie haben mich angelogen. Ja, ich bin enttäuscht. Tut mir leid, Ole. Ich bin verwirrt. Ist egal, alles. Du hast gerade in einem Satz gesagt, der ist immer da, der ist nur manchmal nicht da. Perfekt. Ja, warum? Ja, der ist nicht im Urlaub. Alles, was ich irgendwo sage, er ist Autohändler. Er ist... Ich hab gerade den Bürgermeister. Der ist Bürgermeister mittlerweile. Und Autohändler. Ja, und trotzdem Autohändler. Ja, alles gut. Und ja, aber ich glaube, Bürgermeister ist relevant. Fast immer da. Besser. Okay. Ja, alles gut. Ja. Aber ist Mann, nur jetzt nicht da. Alles gut. Ich möchte gehen. Olaf, willst du einen Kakao? Ich hab noch Kakao. Nee, danke. Ich möchte nach Hause. Olaf, was ist los? Nö. Was ist denn jetzt los? Ich hab jetzt 2 komplette Tage habe ich jetzt mit denen verbracht. Sie haben dich nur angelogen. Ich war immer ehrlich und aufrichtig und bin denen auch, ich bin wirklich denen auch entgegengekommen und ich werde die ganze Zeit werde ich nur angelogen und jeder sagt mir, nee, Olaf, ich sag dir auf jeden Fall die Wahrheit, ich schwöre und
ich so, sowas und trotzdem werde ich die ganze Zeit nur angelogen. Hm. Ja. Das kann ich verstehen. Ja. Ich mach Feierabend. Nee, Olaf. Ja, ich mach jetzt Feierabend. Nee. Wo willst du denn hin jetzt? Nach Hause. Willst du dich hier schlafen legen? Wo? Drin auf der medizinischen. Ja, wenn es da bequem ist. Wir können dir so einen Tropf an den Arm stecken, dann kriegst du Elektrolyte. Nee, ich guck die noch haben, ein die bisschen. Haben, die haben bestimmt auch so, so Flüssignahrung. Ein bisschen Fernsehen. Vielleicht ist die, ist die Wiederholung von Nur die Liebe zählt. Ja. Mit Kai Pflaume? Magst du den? Ja. Alle Sendungen mit Kai sind gut. Das stimmt. Ja. Vielleicht muntert mich das ein bisschen auf. Willst du auch mal bei Klein gegen Groß mitmachen? Ja. Bist du klein oder bist du groß dann? Ich weiß nicht. Ich wollte auch schon immer mal bei Schwiegermutter gesucht mitmachen. Tochter. Hm. Oh ja, das hat keinen Fernseher. Ich kann dir mein Tablet hier lassen. Ja, nee, ich habe zwei von denen. Bennett, Olaf, wo seid ihr? Olaf geht schlafen. Wir müssen kurz sprechen, komm mal. Wir müssen sprechen. Olaf, Kopf hoch. Ach, da seid ihr. Oh, dein Vitamin hat geknickt, hast du es gesehen? Olaf, ja. Traurig. Ich werde nur angelogen. Seit zwei Tagen ermittle ich in dem Fall und werde seit zwei Tagen sagen alle zu mir, ja, Olaf, nein, ich schwöre, Olaf, Olaf, ich würde dich nie anlügen, Olaf. Dabei kenne ich doch schon die ganze Zeit, von Anfang an habe ich doch schon die Wahrheit, habe ich die doch schon ermittelt. Trotzdem werde ich den ganzen Tag, obwohl ich schon lange die Wahrheit ermittelt habe, werde ich immer ich schmier denen ja schon das auf das Butterbrot drauf, dass sie ja trotzdem doch noch recht heile irgendwie doch noch rauskommen und die. Und ich gebe denen doch sogar einen leichten Weg, aber die entscheiden sich ja trotzdem für den schweren, weil die lieber lügen. Ja, Olaf, komm, das ist unser, mal so sehen. Das ist unser täglich Brot, das machen wir den Olaf, ganzen das Tag. Ist immer so bei wir uns. Werden das uns immer angelogen, traurig. Weil die Leute denken, sie wären schlauer. Bestes Beispiel ist der Obermufti vom Staat hier. Der denkt auch immer, wer der schlau. Nee, noch höher als der Bürgermeister. Der Engel von diesem Staat. Der denkt auch immer, wer der schlauer, dabei wissen wir eigentlich schon alles. Ja. Ja, aber das macht mich traurig. Ja, ich verstehe das, mich auch jedes Mal wieder. Guck mal, siehst du mal so rum, Olaf. Guck mal, ja, die Lügen, die ist da. Guck mal, du hast gestern deswegen drei, guck mal, du hast drei Leuten gestern ins Gesicht geschossen, ist doch gut. Nee, das macht mich ja auch traurig. Barnes freut sich an sowas immer, also. Naja, die haben ihn abgestochen und du hast ihn umgeschossen. Ja, ich brauche immer eine Tagpause jetzt. Ich muss erstmal mit der Situation muss ich jetzt klarkommen. Alles gut, Olaf, alles gut. Wir machen Donnerstag weiter. Ja. Ja. Legst du dich auf die medizinische mit den drei Tablets und vier Blitzern, die du hast? Ja. Und der Einbeinigen. Hast du aber, du musst dich melden, weil mittlerweile, du weißt ja, wie das hier läuft. Wir können dich hier nicht jeder rauslassen. Ja, und ich darf mich ja auch alleine nicht bewegen. Ja, das darf ich. Nein, ich habe von sechs Leuten Anschiss gekriegt, weil ich alleine zum Krankenhaus gegangen bin. Das lag daran, weil du mit einem Trecker gefahren bist. Nein, das lag daran, dass ich gar nicht alleine mich bewegen darf, haben die gesagt. Wer sagt das? Olaf, wenn du im FAB bist, darfst du dich hinbewegen, Frau, oder willst. Die ja eben auch da stand. Ach so. Aber ja. Die hat diesmal nichts gesagt. Siehst du, war unberechtigt. Ich hab mich auch versteckt. Brauchen wir erstmal was. Olaf ist ein ganz schöner Trauerkloß. Okay, Olaf, heute. Ich kann dir so viel sagen. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich jetzt, guck mal, wir verlängern jetzt ja sogar noch auf drei Tage.
Ja. Ja. Das erste Mal, dass das passiert. Das ist das wirklich das erste Mal, dass wir von 2 auf 3 Tage verlängern. Wie gesagt, gestern waren alle da. Ich sag mal so viel. Und nichts Festes. Aber es sieht nicht schlecht aus mit dem 2-Wochen-Praktikum, wenn du willst. Ja. Ich brauche erstmal jetzt Klebeband. Aber mach. Hol dir erstmal Klebeband. Ich mache aus 4 Tablets von den Gefangenen einen Fernseher. Ah, okay. Okay. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Ja, dann viel Spaß beim Kleben und beim Fernseh-Tablet gucken und dann, ja. Kleb dich nicht fest. Gute Nacht. Gute Nacht, Gute Nacht. Olaf. So fast. Oh.